Man kann eigentlich Krieg nie gut finden. Und die Grausamkeiten, die da begangen werden, da kann man nicht sagen, das finde ich irgendwie klasse. Und dann muss derjenige, der sagt, also das mit den Drohnen geht nicht, muss sagen, was nimmt er denn in Kauf? Und ist man da bereit, das in Kauf zu nehmen? Es ist ja nicht so, dass die Alternative wäre, wir lassen das mit den Drohnenangriffen und dann passiert nichts. Sondern die Alternative kann ja sein, man lässt es mit den Drohnenangriffen und demnächst geht an irgendeinem Marktplatz wieder eine Bombe hoch. 95% der Betriebe, die Treuhand veräußert hat, gingen in den Westen, die meisten nach Bayern. Ist das denn, also das war ja, ist ja quasi so ein Ausverkauf an den Westen gewesen? Ja, die Frage ist, was wären denn Alternativen gewesen? Während ich eben diese Form der Zusammenarbeit in einer Konstellation, die wir hoffentlich nie bekommen werden, dass die AfD in einer solchen dominanten Position wäre, wie das die Linkspartei in Thüringen ist, würde ich das nicht so machen. Aber zu deinem Satz, Demokraten stehen zusammen, fallen darunter heute die Linken? So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind zurück im besten Buchladen Berlins, im Ozzelot. Und wer bist du? Ich bin Ruprecht, komme aus Münster. Und für diejenigen, die jetzt auf YouTube auch was von mir wissen wollen, würde ich schon meinen Nachnamen dazu sagen wollen. Ruprecht Polenz, ja. 73 Jahre alt, lange Bundestagsabgeordneter gewesen. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier sitze. Und du bist von der CDU? Ich bin CDU-Abgeordneter gewesen. Ist Ruprecht der ganze Name oder hast du auch drei verschiedene... Ich habe Ruprecht Rolf Gotthelf. Über Gotthelf, das war so eine Familientradition. Der älteste Sohn wurde immer auch im dritten Namen Gotthelf genannt. Eigentlich eine ganz schöne Symbolik. Und da ich auch katholisch bin, finde ich das okay. Aber ich würde mich jetzt nicht mit ersten Namen so nennen wollen. Über deine CDU-Zeit und deine heutigen Vorstellungen reden wir gleich. Reden wir erstmal über dich. Wo kommst du her? Wo bist du geboren? Ich bin geboren in der Oberlausitz in Denkwitz. Das ist eine Bauernschaft in der Nähe von Bautzen. Das ist ein Ossi. Ja, ist lange her, aber kann man so sagen. Und bin da die ersten 6 Lebensjahre gewesen. Dann wäre ich in der DDR in die Schule gekommen, 1952. Und da haben meine Eltern gesagt, das wollen sie nicht. Und das war dann der zeitliche Anlass dafür, dass sie in den Westen gegangen sind. Über Berlin war damals schon nicht erlaubt. Und ich wusste auch nichts davon. Mir wurde gesagt, wir fahren nach Hiddensee in Urlaub, damit ich die großen Koffer irgendwie mir erklären konnte. Und und dann bin ich... Hast du protestiert, also gemerkt hast, wo du angekommen bist? Nee, das nicht. Ich habe auch irgendwie noch Kindheitserinnerungen an diese Zeit. Zum Beispiel haben wir zu Hause natürlich Rias gehört und da gab es das Hörspiel Schatz im Silbersee. Mhm. Und als Kind spielt man das ja auf der Straße nach. Und als meine Mutter das mal mitgekriegt hat, hat sie mich zur Seite genommen und gesagt, dass ich das nicht dürfe. Weil dann natürlich bekannt geworden wäre, dass wir Westradio hören und das war verboten. Und eine andere Sache auf der gleichen Ebene war, irgendwann konnte ich pfeifen und diesen Schlager packt die Badehose ein von Conny Frobes, der auch nur in den Westradios lief. Und das durfte ich auf der Straße auch nicht machen. Also ich habe als Kind relativ früh gemerkt oder mitbekommen, in der DDR muss man sich auf der Straße anders verhalten, als man das zu Hause kann. Also ich habe schon so eine kindliche Erfahrung von ja auch gewissen Unfreiheiten gehabt. Warst du jemals, solange die DDR bestanden hat, nochmal da? Ja, 1987 eher konnte ich nicht, weil mein Vater bei der Bundeswehr war und deshalb durften auch die Verwandten nicht wieder zurück. Mhm. Und 87 sind wir dann mit meiner Mutter, meine Frau und ich wieder sozusagen in die alte Heimat gefahren. Und warum? Warum wir da hingefahren sind? Ja, ich wollte natürlich nochmal schauen, was ich wiedererkenne.
wie sich's verändert hat vielleicht. Es hatte sich viel weniger verändert, als ich gedacht hätte. Das war ja sowieso nach 1990 einer der vorherrschenden Eindrücke, dass man quasi 30, 40 Jahre zurückfährt auf dem Zeitstrahl, weil eben vieles so aussah wie vor 50 Jahren. Und was ich noch erinnere bei diesem Besuch war einmal natürlich, wir mussten uns auf der Kreispolizei anmelden für einen dreitägigen Besuch. Natürlich die Passkontrolle in Helmstedt. Und dann hat uns mein Onkel in einen Hinterhof im Bautzen geführt. Und da hing an einem Schaufenster eine lange Liste. Und er sagte, guck mal hier. Und das waren die Zuteilungen für Trabis, waren da angezeigt. Und da stand auch die Jahreszahl, wann die beantragt worden waren. Und dann waren dann eben die Anträge aus den 70er Jahren. Und die wurden dann Ende der 80er Jahre sozusagen durch Zuteilungen bedient. Das erinnere ich also noch bei diesem Besuch. Und dann war ich nach 1990, nachdem die Mauer gefallen war, viel in Ostdeutschland. Erst haben wir beim Wahlkampf in Jena dem demokratischen Aufbruch geholfen. Und dann bin ich für die IHK dabei gewesen, als wir in Neubrandenburg eine neue IHK aufgebaut haben in Mecklenburg-Vorpommern. Und da war ich fast jeden Monat dann für eine Weile immer mal wieder 2, 3 Tage dort. Und da sind wir uns über den Weg gelaufen, ich komme auch her. Ah, Neubrandenburg? Ja, Mecklenburger Seenplatte. Ja. Ah ja. Ja, ist eine wunderschöne Gegend. Also mich sprach die irgendwie sehr an. Vor allen Dingen, wenn man da im Frühling durch die Alleen und Wälder fuhr, unten die Anemonen und die Sonne und dann auch die Rapsfelder. Also das bringt schon irgendwas so zum Klingen. Jedenfalls bei mir vielleicht stärker als die Alpen oder so. Bist du mit einem anderen Bild von der DDR quasi groß geworden im Westen als der Rest? Also hast du die DDR auch so verteufelt? War das für dich das Böse? Nee, verteufelt nicht, aber wir hatten Verwandte natürlich noch in der DDR. Und ich habe eben sozusagen die Päckchenpackerei mitbekommen, die in den 50er, 60er Jahren zu Weihnachten, zu Geburtstagen, vor allen Dingen in den 50er Jahren auch noch mit Lebensmitteln erfolgte, was das in der DDR nicht gab. Später hat sich das dann so ein bisschen geändert. Und ich habe auch gesehen, dass sozusagen das, was wir geschickt bekommen konnten als Dankeschön. Bestimmte Dinge waren, die es halt gab. Also ich kriegte Bücher zum Beispiel oder was wir auch in der Zeit bekommen haben, waren diese kleinen Erzgebirgsengelchen. Aber das war schon relativ schwierig, die in der DDR zu kriegen, weil die waren meistens für den Export gebaut. Aber dein Bild von der DDR, hat sich das unterschieden von dem Rest? Ja, ich glaube schon. Also ich habe es immer als eine Diktatur gesehen. Ich habe diese SED-Herrschaft getarnt durch die staatlichen Institutionen, die aber im Grunde nur auf Geheiß der Partei arbeiten durften und gearbeitet haben. Das habe ich schon durchschaut und das haben viele, glaube ich, nicht so gesehen, haben sich ein bisschen blenden lassen. Ich war eigentlich auch immer davon überzeugt, dass ich das System nicht auf Dauer halten könnte, habe allerdings nicht erwartet, dass ich es noch erlebe, dass Deutschland wieder vereinigt wird. War das im Großen und Ganzen richtig, dass wir so schnell die Wiedervereinigung gemacht haben und wie wir das in den Jahren danach mit der Treuhand und so weiter veranstaltet haben? Ich meine, wir reden aktuell viel über die AfD im Osten. Es hat ja auch Ursachen, warum den Menschen, also warum es ihnen schlechter geht. Also ich habe am Anfang auch zu denen gehört, die gedacht haben, das ist jetzt ein längerer Prozess. Habe aber dann selber beispielsweise auch im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern gemerkt, wie sehr die Menschen auf Schnelligkeit gedrängt haben. Ich war in einer Wahlkampfveranstaltung, es war sowieso ganz, ganz interessant, wenn man, also die CDU hatte eingeladen. Und wenn man in Nordrhein-Westfalen oder anderswo eine Wahlkampfveranstaltung machte, dann gab es am Anfang immer so ein bisschen Applaus, nett, dass er kommt, so nach dem Motto. Und in Mecklenburg, in dieser
in diesem Speisesaal in einer LPG rührte sich keine Hand. Und dann haben wir geredet, anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ich sage auch gleich noch was zum Inhalt, weil das mit Ihrer Frage, mit einer Frage zusammenhängt. Und am Ende gab es Applaus. Und dann bin ich mit der CDU-Geschäftsführerin zurückgefahren und habe ich gefragt, sag mal, was ist das? Ja, sagt sie, die kannten Sie doch nicht. Warum sollen Sie da Applaus geben? Und das fand ich irgendwie eine ganz nachdenkenswerte Antwort und ein bisschen charakteristisch auch für den Mecklenburger Menschenschlag, glaube ich. Mhm. Aber ich fand es sympathisch. Ich kam auch mit den Menschen dort sehr gut klar. Und jetzt zum Inhalt. Ja, du meinst, im Westen wird für dich geklatscht, obwohl man dich nicht kennt? Zur Begrüßung, ja. So einfach aus Freundlichkeit. Ja. Ne? Also so nach dem Motto, und begrüßen wir heute XY, der uns was zum ABC erzählt oder so. Da gibt es meistens erstmal ein bisschen Beifall und dann geht's los. Ne? Jetzt in dieser Veranstaltung war einmal völlig klar, dass der Umtauschkurs 1:1 von allen als unabdingbar angesehen wurde. Also das, was man in den Zeitungen dann unter der Überschrift, also kommt die D-Mark nicht zu mir, kommen wir zu ihr oder so ähnlich, wie der Spruch da hieß. Also dann gehen wir aus DDR weg. War ein CDU-Spruch, ne? Ich weiß nicht, wo er herkam, aber es war jedenfalls in dieser Versammlung und auch in vielen anderen Gesprächen klar, das ist die Erwartung. Und die Erwartung war auch eine rasche Wiedervereinigung, auch wegen der dann zwar trotzdem noch erfolgten Wanderungsbewegung, aber die wären wahrscheinlich noch stärker gewesen, wenn bei offenen Grenzen Menschen in der früheren DDR sozusagen darauf vertröstet worden wären, also bleibt mal schön da, es dauert ein bisschen länger. Das wird meistens unterschätzt, wenn man sich über das Tempo beklagt. Das Zweite, was man, glaube ich, zu der Frage sagen muss, ist, man hat sich ja fundamental getäuscht. Man hat ja geglaubt, es gäbe ein Volksvermögen zu verteilen, was irgendwie, glaube ich, 160 Milliarden war, glaube ich, die Zahl, von der auch Robe da ausging in den Anfangsschätzungen. Und am Ende stellte sich raus, dass es etwa die gleiche Summe war, die fehlte. Also nicht nur, dass es nichts zu verteilen gab, sondern es war eben ein großes ökonomisches Defizit aufgelaufen durch die Art, wie in der DDR gewirtschaftet wurde. Wo ich mich auch am Anfang verschätzt hatte, war, ich dachte auch, dass, weil die DDR ja im Comecon ein führender Staat war, dass diese alten Beziehungen der Wirtschaft jetzt weiter helfen würden. Aber dadurch, dass die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, fielen eben auch diese geregelten Absatzmöglichkeiten weg. Die Ungarn und alle anderen kauften auf dem Weltmarkt ein und auf einmal musste eben auch dann die Wirtschaft in den neuen Ländern diesen Weltmarktdruck standhalten und hat das nicht so geschafft. Dass es in dem Kontext Vereinigungskriminalität gab, dass nicht mit jeder Firma so umgegangen wurde, wie man sich das vielleicht wünschen würde, das glaube ich auch. Aber es war eben auch ein historisch einmaliger Prozess, hat es vorher nicht gegeben. Und ich weiß, dass in Südkorea ein großes Interesse an dem deutschen Wiedervereinigungsprozess ist, durchaus auch mit ein bisschen Sorge, weil dort auch die Zahlenverhältnisse ein bisschen anders sind. Die Nordkoreaner sind ein paar mehr. Aber ich glaube, dass man es im Großen und Ganzen ganz ordentlich hingekriegt hat bis heute. Und aber diese Betriebe wurden ja zum Beispiel auch irgendwie geschätzt von Unternehmens, Roland Berger und so weiter. Da wurden ja im Nachhinein kam ja auch raus, dass viele irgendwie falsch bewertet wurden oder völlig unterbewertet wurden. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Aber ja. Ich meine, 95% der Betriebe, die Treuhand veräußert hat, gingen in den Westen, die meisten nach Bayern. Ist das denn, also das war ja, ist ja quasi so ein Ausverkauf an den Westen gewesen. Ja, die Frage ist, was wären denn Alternativen gewesen? Und man brauchte Investitionen von dritter Seite. Wenn nicht aus Westdeutschland, dann, was weiß ich, aus Frankreich, Italien oder sonst wo.
Und es sind ja einige Betriebe auch, sagen, von den Belegschaften weitergeführt worden. Aber ohne zusätzliches Geld wäre auch das nicht gegangen. Also ich weiß nicht, ob man das sozusagen grundsätzlich hätte anders machen können, glaube ich eigentlich nicht. Ich kann gut verstehen, dass für die Menschen, die in den Betrieben gearbeitet haben und die von den Entwicklungen überrascht waren und vor allen Dingen immer das Gefühl hatten, einen ganz sicheren Arbeitsplatz zu haben, dass der Schock der Veränderungen, die jetzt gerade in der Wirtschaft dann stattgefunden haben, riesig war. Das ist keine Frage. Ich bewundere auch alle, die diese Anpassungen und Unsicherheiten haben über sich ergehen lassen müssen und sie irgendwie bewältigt haben. Also das ist hoch anzurechnen. Ich glaube nur, dass die Schuldfrage, also wer ist dran schuld, dass das so war? Mitverantwortlich. Ja, muss ja beantwortet werden. Ja, ist richtig. Und meine Antwort wäre, das sind die 40 Jahre vorher und nicht das, was nach 1989 passiert ist. Und im Grunde zeigt auch die Wiedervereinigung, wie stark systemische Vorgaben auf die Möglichkeit der Menschen wirken, sich zu entfalten. Die Menschen in der DDR waren ja weder dümmer noch fauler noch sonst was als im Westen, waren gleich. Und trotzdem war das, was sie machen konnten, was sie erwirtschaften konnten, was sie für sich erarbeiten konnten, deutlich weniger. Und das lag am System. Und das System hat ja nicht die Treuhand eingesetzt. Nein, aber das System hat die DDR so runtergewirtschaftet, dass sie pleite war, dass Jena keine Kläranlage hatte und so weiter und so weiter. Also der aufgestaute Investitionsbedarf in der DDR war riesig. Und das alles ist sozusagen eine Hinterlassenschaft. Das hat man ja nicht nur privatwirtschaftlich organisieren müssen, sondern hätte ja auch mal so eine staatliche Investition machen. Um die DDR-Leute vom Kapitalismus zu schützen. Die Frage wäre, ob das funktioniert hätte. Zum einen glaube ich nicht, dass der Staat der bessere Unternehmer ist. Das hat er sicher nun auch gerade in der Pleite der DDR gezeigt. Dort war der Staat in jedem volkseigenen Betrieb der Unternehmer und hat es eben nicht hingekriegt. Er war ein ganz anderer Staat. Ja gut, aber er war deshalb ein anderer Staat, weil er geglaubt hat, der bessere Unternehmer zu sein. Und soziale Marktwirtschaft ist eben ein Wirtschaftssystem, wo der Staat einen Ordnungsrahmen vorgibt, darauf schaut, dass schlechte Marktergebnisse, was Gerechtigkeitsfragen angeht, möglichst korrigiert werden. Aber wo letztlich Wettbewerb, freie Preisbildung und damit eben auch ganz am Ende der Verbraucher die Wirtschaft steuert. Und du glaubst daran, dass es eine soziale Marktwirtschaft in Deutschland gibt? Ja, also ich halte immer viel davon, nicht nur sich jetzt so eine Traumwelt vorzustellen, an der ich alles messe, sondern in die Realität zu schauen. Da meinte Ulrike Herrmann vor ein paar Folgen, also die CDU redet sich ein, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben, aber wir haben faktisch einen. Wir leben im Kapitalismus und das war halt so ein Propaganda- oder ein PR-Slogan von Erhard. Naja, also ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. Ich glaube, im Bundeshaushalt wird ein Drittel des Geldes für soziale Themen ausgegeben. Und im internationalen Vergleich haben wir zwar Ungleichheiten auch in Deutschland zugenommen, sind aber deutlich geringer ausgeprägt als in vielen anderen Ländern. Und die allgemeine Wohlfahrt hat in Deutschland jetzt zu einer Situation geführt, wo man, glaube ich, schon sagen kann, dass es den Deutschen in ihrer Geschichte nie besser gegangen ist. Also von daher muss man die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Wir kommen nachher nochmal über die Wirtschaft. Können wir nachher nochmal reden? Zurück zu dir. Du warst mit 6 im Westen, bist dann da zur Schule gegangen. Wie war deine Schulzeit? Wie wurdest du politisiert? Also meine Schulzeit war so, ich habe in Hafenlohr am Main bin ich eingeschult worden. Das war noch eine Schule, wo wir, glaube ich, mit 2 Jahrgängen in einer Klasse waren. Geölter Fußboden, Kanonenofen in der Ecke. Und dann zogen wir um nach Hannesacker, das liegt alles auch da in Unterfranken.
Und von da aus bin ich dann in Würzburg aufs Gymnasium gekommen. Und dann ging mein Vater, wie gesagt... War das ohne Probleme? Hans-Werner Sinn meinte letztens, das war schon was ganz Besonderes in seinem Dorf, dass er aufs Gymnasium kommt. War das bei dir kein Ding? Nee, es war schon insofern anders als heute. Es gab Aufnahmeprüfungen. Und meine Volksschule hatte meinen Eltern gesagt, also ich müsste doch ein paar Sachen ein bisschen Nachhilfe bekommen, weil in der Aufnahmeprüfung Dinge verlangt würden, die im Unterricht so nicht vorkämen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Wahrscheinlich was irgendwie was mit Grammatik und grammatikalischen Ausdrücken. Das habt ihr in der Schule nicht gehabt? Das hatten wir in der Schule so nicht, aber es war irgendwie klar, bei der Aufnahmeprüfung könnte das drankommen. Ja, kurz und gut, ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht, ich habe sie auch bestanden. Und dann zogen wir um nach Sonthofen im Allgäu durch den Beruf von meinem Vater. Der war schon damals Soldat, oder was? Der war dann bei der Bundeswehr. Der hatte in der DDR erst nicht studieren dürfen. Dann da hat er eine Maurerlehre gemacht und ist dann an der TU Dresden, hat er dann ab 47, glaube ich, hat er studieren können und war dann Tiefbauingenieur und hat bei diesem Rhein-Main-Donau-Kanal-Unternehmen angefangen als Tiefbauingenieur. Und als dann die Bundeswehr wieder aufgemacht wurde, ist er zur Bundeswehr gegangen und wir waren dann eben in Sonthofen. Und er war nicht mehr irgendwie in der Nazi-Zeit nochmal Soldat? Nein, wenn man die Generation und wie sozusagen die Lebenswege waren vergleicht, hatte ich Riesenglück mit Jahrgang 46, mein ganzes Leben in Frieden verbringen zu können. Mein Vater war Jahrgang 18. Mhm. Er war 1939 21 und war natürlich eingezogen, hat den ganzen Krieg als Soldat mitgemacht. Er war Vermelder, er war in Frankreich, er war auch im Osten. Am Ende hatte er Glück, weil er war damals in Süddeutschland und kam auch nicht in Gefangenschaft, weil irgendwie in dem drunter und drüber des April, Mai 45 er sich da sozusagen dann auch von der Truppe irgendwie entfernt hat und dadurch eben auch vermieden hat, in Gefangenschaft zu kommen. Du sagst, er war 39, 21, das heißt, er war schon erwachsen, als die Nazis, nein, also nicht als sie übernommen haben, aber war er denn selber Nazi? Also mein Vater war sehr früh weise geworden. Seine Mutter starb, da war er 7. Nee, sein Vater starb, da war er 7, seine Mutter starb, da war er 14. Und für ihn war tatsächlich die Hitlerjugend sowas wie eine zweite Familie. Bei meiner Mutter war das anders. Sie war gegen die Nazis und das hat, haben sie mir dann ab und zu mal erzählt, auch durchaus Diskussionen da gegeben. Aber er war kein Parteimitglied, er war auch in keiner, außerhalb der Hitlerjugend, in keiner irgendwie Nazi-Organisation. Aber war eben, wie alle in seinem Alter, Soldat. Hast du mit ihm mal drüber gesprochen? Wir haben schon drüber geredet, aber ich habe auch gemerkt, er erzählt nicht so gerne über die Zeit. Und weil ihm das peinlich war? Ich glaube, weil man sich da vielleicht nicht so gerne dran erinnert. Wir wissen doch heute aus sozusagen der Nachsorge von Auslandseinsätzen, dass Menschen da traumatisiert zurückkommen und dann ist sicherlich auch eine Methode, damit umzugehen, dass man das irgendwie sacken lässt, verdrängt, nicht dauernd drüber redet. Aber hat er Ansichten auch noch, als du dann da warst, gehabt? Oder? Nein, er war ein überzeugter Demokrat, fand das, was in der Bundesrepublik aufgebaut wurde, richtig und eben auch verteidigungswert. Das war auch der Grund, weshalb er sich zur Bundeswehr gemeldet hat. Auch weil er sozusagen auch aus der DDR-Zeit sah, dass man jedenfalls den Westen Deutschlands davor bewahren müsste, sozusagen das Schicksal der DDR zu erleiden. Mutter war Hausfrau? Meine Mutter hat sich um uns gekümmert, war... Wie war die denn? Wir waren zu zweit. Mein Bruder ist 5 Jahre jünger, der ist Arzt geworden.
Und meine Mutter hatte war Sprechstundenhilfe bei einem Arzt, hat dann sich nachher um uns gekümmert und ja, sie war Hausfrau dann anschließend. Hast du eine glückliche Kindheit gehabt? Ja. Also ich habe mich von meinen Eltern immer verstanden gefühlt, akzeptiert gefühlt und hatte Freiheiten, die ich wollte. Nun würde man im Rückblick heute sagen, gab es sicherlich Jugendliche, die auch noch andere Freiheiten haben wollten, aber mich haben zum Beispiel Drogen nie interessiert. Und deshalb gab es da keine Konflikte mit den Alkohol und die Zigaretten? Ich habe relativ spät mein erstes Bier getrunken, es hat mir nicht geschmeckt. Also, hatte mich nicht so. Das waren die frühen 60er Jahre. Da war es noch ein bisschen anders und es war auch teuer. Ne? Also ich hatte ja nicht viel Geld. Also das alles, was unsere Familie hatte, war in den Koffern gewesen, mit denen wir da 52 rübergekommen waren. Und meine Großmutter, die auch mit dabei war, die kriegte dann ein bisschen Lastenausgleich. Also das war sozusagen schon ziemlich von Anfang an wieder aufbauen. Wie wurdest du politisiert? Warst du in der Schule schon aktiv? Warst du der Schülersprecher? Ja, ich war mal Klassensprecher, ich war im Schülerparlament und wie gesagt, da hatte ich selber meine Bundeswehrzeit, war ich dann 2 Jahre, weil durch die, damals war die Wehrpflicht 18 Monate und ich habe ein halbes Jahr länger gemacht, dann gab es sozusagen mehr Geld und ich konnte auch die Reserveoffizierslaufbahn sozusagen bis zum Oberfähnrich bringen, habe dann hinterher noch eine Wehrübung gemacht, sodass ich also Leutnant der Reserve bin. Und als ich dann 68 zum Studium nach Münster kam, waren eben diese großen Teach-ins. Es ging um den Scharbesuch, es ging um Notstandsgesetze, es ging um Vietnam auch und es ging um dann den Tod von Benno Ohnesorg. Und kann man sich heute auch wahrscheinlich gar nicht mehr so vorstellen, dass da in dem größten Hörsaal 1000 Studenten 6 Stunden lang sitzen, diskutieren mit geringer Fluktuation. Und ich habe mir das erstmal mit großen Augen angehört und merkte dann, dass ich an dem einen oder anderen Punkt gerne widersprochen hätte, aber habe mich das natürlich erstmal nicht getraut. Und dann sah ich irgendwann mal ein Flugblatt vom RCDS, die zu irgendeiner Veranstaltung eingeladen haben, wie ich hin. Da waren da so 30, 40 Leute. Und ich fand das eigentlich ganz vernünftig, was die so sagten. Und habe dann gesagt, sag mal, warum hört man von euch eigentlich nichts? Und dann haben die gesagt, na gut, wir sind nicht so viele, ne? Und dann habe ich gedacht, na gut, das leuchtet ein, also muss man da selber mit anpacken. Und das habe ich dann, bin dann in RCDS eingetreten. Das ist für unsere Zuschauer CDU-nah, die CDU-nahe Studentenorganisation. Ja, pass auf, also Ringchristlich-Demokratische Studenten, keine Vereinigung wie die Junge Union, also schon etwas weiter entfernt von der CDU. Und zur damaligen Zeit muss man sich das schon so vorstellen, dass an der Universität das politische Spektrum sozusagen komplett nach links verschoben war. Also ich würde mal sagen, der RCDS hat fast das komplette Spektrum des damaligen Bundestages abgedeckt. Und das, was an der Uni dann anfing, ging links davon los. Also es diskutierten eben Marxisten aller Couleur versus bürgerliche Wissenschaft versus dieses System. Wir waren für Parlamentarismus, die waren für Rätedemokratie. Also es war schon eine sehr grundsätzliche Auseinandersetzung. Du warst kein 68er? Ja, ich war ein 68er, aber ein alternativer 68er. Ich habe mich sozusagen auf der anderen Seite engagiert und wie gesagt, ich habe dann... Fandest du den Kiesinger, dass Kiesinger Kanzler war, der war ja auch ein alter Nazi, das fandest du alles nicht schlimm? Nee, die CDU hatte mich zu dem Zeitpunkt nicht besonders interessiert. Ich war ja auch nicht in die Partei eingetreten, sondern in RCDS. Das kam ja noch.
Ja, die Partei kam erst 72. Kann ich auch gleich noch erzählen, warum. Jetzt noch mal eben zu der Politisierungsfrage, weil ich glaube, das ist schon, schon ganz, ganz interessant. Ich bin ich glaube, es war Ende des ersten Semesters in die Fachschaft Jura gewählt worden. Das war eine Vollversammlung. Hab dann fürs Studentenparlament kandidiert und wir haben die Wahlen gewonnen. Dann war ich ein Jahr lang auch im AStA und dann studentischer Vertreter in Senat, Konvent und allen möglichen Gremien der Uni Münster. Aber eigentlich geprägt hat mich dann der Wunsch, auch in solchen Veranstaltungen mitzudiskutieren. Und es gab damals in Münster noch eine pädagogische Hochschule, wo vor allen Dingen Frauen fürs Lehramt studierten. Und die hatten jetzt auch solche Vollversammlungen. Allerdings liefen die etwas anders ab. Da waren vielleicht 350 Frauen überwiegend. Und von vorne wurde geredet, aber die meisten saßen da und strickten und hörten zu. Und das hast du auch gemacht. Nee, ich bin dahin und habe mich da getraut zu reden. Und das habe ich da, wenn man so will, 3-4 Mal gemacht. Jetzt auch ein bisschen in der Absicht zu üben, zu gucken, wie das geht. Und dann habe ich eben auch im H1, das ist der größte Hörsaal in Münster, vor 1000 und mehr Studenten geredet und in einer Situation, wo ich immer etwa 800 gegen mich hatte und 200... Von 200 kriegte ich vielleicht Beifall, aber von 800 eben auch Gegenwind. Und das hat mich, glaube ich, schon ganz gut auch abgehärtet. Ne? Hast du gegen den Vietnamkrieg demonstriert? Nein, habe ich nicht, weil ich auch das gesehen habe, was nachher passiert ist und was zu den Boat People geführt hat. Also für mich war Ho Chi Minh jetzt nicht sozusagen der große Befreiungskämpfer, sondern ein potenzieller Unterdrücker. Und ich habe in der Zeit des Kalten Krieges die weltpolitische Lage schon so wahrgenommen, dass es einen expansiven, sowohl ideologisch wie auch in der tatsächlichen Politik, expansiven Kommunismus gibt, dem man entgegentreten muss. Das war schon meine Überzeugung. Zum Preis einer amerikanischen Invasion. Das ist nicht ganz richtig, denn Jetzt waren die Franzosen da. Südvietnam ist der Verbündete gewesen. Und die südvietnamesische Regierung hatte um diese Hilfe gebeten. Also Invasion ist, wenn einen da keiner haben will. Es gab ja die Konferenz in Paris, wo dann abgesprochen wurde, in 2 Jahren gibt's Wahlen, die von dem Süden natürlich verschleppt wurden, weil alle Angst hatten, dass Ho Chi Minh gewinnt. Und dann haben die Franzosen gesagt, liebe Amerikaner, bitte kommt dazu, sonst werden wir kommunistisch hier in Europa. Ja. Wann ist den Vietnamkrieg der Amerikaner nicht falsch? Jetzt im Nachhinein? Im Nachhinein, also ich muss so sagen, man kann eigentlich Krieg nie gut finden. Und die Grausamkeiten, die da begangen werden, da kann man nicht sagen, das finde ich irgendwie klasse. Aber nochmal auf Vietnam. Ich bin dann später als Außenpolitiker einmal in Vietnam gewesen und Vietnam ist auch heute kein freies Land. Und also ich sag mal so, dieses verklärende Bild von Ho Chi Minh habe ich nicht geteilt und war dann später mit Rupert Neudeck befreundet, der ja für die Boat People eine Menge getan hat mit der Kap Anamur. Und diese Menschen, die sich damals aufs Meer begeben haben, hatten eben massive Gründe zu fliehen. Und das war nun keineswegs alles irgendwelche finsteren Gestalten, die sich da irgendwie schuldig gemacht hatten. Das waren ganz normale Leute, die unter dem System nicht leben wollten und verfolgt waren. Hast du denn 2002, 2003 warst du schon im Bundestag, ne? Ich bin 1994 im Bundestag gekommen. Ich war nach meiner Zeit an der Uni, habe ja Jura studiert. Kommen wir gleich zu, kurz beim Krieg. Damals wollte Merkel ja als deine Fraktionsvorsitzende mit in den Krieg ziehen. Nein, das wollte sie. Nein. Nein, wollte sie. Nein.
Sie hat, Deutschland hatte, also die Amerikaner haben Deutschland ja nicht mal gefragt, ob wir mit in den Krieg ziehen wollen, sondern es war so, dass... Merkel hat es angeboten. Nein, hat sie nicht. Es ging darum, wird Amerika für den Irakkrieg jetzt kritisiert oder nicht? Und du hast sie kritisiert. Die CDU hat sie nicht kritisiert, mit wenigen Ausnahmen, weil das Bild von Saddam Hussein das Dominierende war. Saddam Hussein hatte Kuwait überfallen, er hatte Israel mit Skatraketen beschossen und deshalb war auch aus der Sicht vieler Länder in der Region der erste Golfkrieg gerechtfertigt. Er hat ja auch Anfang der 90er. Ich rede jetzt von dem 90er, aber das, was dann später stattgefunden hat, lässt sich ja ohne den ersten Krieg nicht erklären. Und Merkel hat nicht 1990 war ja auch ich sag mal für die Grünen das Aha-Erlebnis, dass es eben mit einem sozusagen reinen Pazifismus nicht klappt. Also ich weiß noch, wie Cohn-Bendit gerade die Skat-Angriffe auf Israel zum Anlass genommen hat, seiner Partei zu sagen, also hier müssen wir Farbe bekennen und wir können nicht sozusagen pazifistisch den Kopf in den Sand stecken. Und seit der Zeit gibt es jedenfalls bei den Grünen... Aber das rechtfertigt ja jetzt keine amerikanische Invasion basierend auf Lügen. Nein, die Frage, ob es Lügen waren... Was Vernichtungswaffen? Das wusste man dann hinterher. Zu den Zeitpunkten der Entscheidung und der Kommentierung waren die Vereinten Nationen mit Kontrollgruppen im Rahmen der Internationalen Atomenergiebehörde im Irak nichts gefunden und haben gesucht. Aber auch diese Kommission hat nicht sozusagen grünes Licht gegeben, sondern Saddam Hussein hat sie nicht arbeiten lassen. Er hat ihre Arbeit erschwert. Sie konnten teilweise nicht raus. Also das waren alles Elemente, die natürlich zu dem Gesamtbild, muss man Sorge haben, ja oder nein. Es ging ja immerhin um die Frage biologischer Waffen. Und was das heißt, kann man sich ja jetzt bei der Diskussion über den Coronavirus ganz gut vorstellen. Ja. Solche Sorgen waren da. Aber hast du den Krieg der Amerikaner unterstützt? Ich habe ihn nicht kritisiert, weil ich eben wusste, Saddam Hussein ist jemand, der außerordentlich brutal geherrscht hat. Er hat, weiß ich nicht, wie viel zigtausend Kurden umgebracht. Er hat ist grausam gegen die Schiiten im Land vorgegangen. Er hat den Iran überfallen 1979. Er hat Giftgas gegen den Iran eingesetzt. Und von daher war er nun nicht jemand, für den ich jetzt sozusagen auf die Straße gegangen wäre. Im Gegenteil. Und das rechtfertigt eine Invasion. Ich erinnere mich ganz gut an Diskussionen damals im Auswärtigen Ausschuss, wo Joschka Fischer sozusagen auch immer angegangen würde, er müsse doch jetzt sagen, dass das sei nun alles völkerrechtswidrig. Und das hat er nicht getan. Sie werden kein Zitat von Fischer finden, wo er sagt, dass der Irakkrieg völkerrechtswidrig war. Er hat gesagt, er wäre gegen diesen Krieg gewesen, aber jetzt, wo er angefangen hätte, wäre klar, auf welcher Seite man zu stehen habe. Jetzt im Nachhinein ärgerst du dich, dass du den Krieg nicht unterstützt hast? Oder nicht kritisiert hast? Jetzt wissen wir, dass es keine Massenvernichtungswaffen gab. Ja, jetzt wissen wir, dass ISIS dadurch entstanden ist. Dass der Irakkrieg alles das nicht gebracht hat, was sich die Amerikaner letztlich davon versprochen haben, wissen wir heute. Die Frage ist, wodurch das geschehen ist. Es sind vor allen Dingen auch nach Ende der Kampfhandlungen große Fehler gemacht worden. Ob bei Vermeidung dieser Fehler, also sagen die ganze Armee nach Hause schicken und dieses Sicherheitsvakuum zu schaffen, ob das dann anders gelaufen wäre, ist eine müßige Diskussion. Es ist so passiert. Und natürlich muss man aus solchen Dingen lernen und sehen, dass die Risiken
auch unbeabsichtigter Fernwirkungen, Nebenwirkungen eben leicht unterschätzt werden. Auf der anderen Seite war für mich auch immer so ein Punkt bei dieser Frage, Eintreten in den Krieg, ja oder nein. Was hätten wir gesagt, wenn die Amerikaner gesagt hätten, wir treten, glaube 43 war es, nicht in den Zweiten Weltkrieg ein. Das war ja für Roosevelt keine einfache Sache, die Amerikaner davon zu überzeugen. Und das war für mich immer ein wichtiges Argument, dass man nicht einfach sagen kann, also jeder Kriegseintritt ist in sich eine schlechte Sache. Weil der Kriegseintritt gegen Nazi-Deutschland war dringend erforderlich. Wer weiß, wie es sonst hier aussehen würde. Und Hitler, Hitler wollte die Welt übernehmen, Saddam jetzt nicht. Ja, gut. Also man kann historische Situationen nicht immer eins zu eins übertragen. Aber manche argumentieren ja nach dem Motto, über solche Dinge könne man nie und unter gar keinen Umständen nachdenken. Und da ist für mich eben gerade dieses historische Beispiel immer ein Gegenpunkt. Aber jetzt nochmal zugespitzt, der Vietnamkrieg der Amerikaner und der Irakkrieg der Amerikaner waren nicht falsch aus deiner Sicht. Aus der damaligen Sicht. Ja, aus der heutigen Sicht. Aus der heutigen Sicht. Ich glaube, aus der heutigen Sicht würde man sagen, mit dem Wissen von heute, würde man sagen, man hätte anders handeln sollen. Klar. Aber das ist immer, finde ich, in der Diskussion so eine, das kann man mit Historikern diskutieren, ne? Die bewerten Sachverhalte sozusagen im Lichte späterer Informationen und ordnen das dann ein. Ist ja nicht so, du warst im Bundestag, ist ja nicht so, dass die rot-grüne Regierungsfraktion euch nicht gesagt hat, warum sie dagegen ist? Na, Schröder hat. Es gab ja gute Gründe. Ja, es gab gute Gründe, aber es ist sozusagen nicht die richtige Politik daraus entwickelt worden. Wenn man den Irakkrieg vermeiden wollte, und dafür hätte den zweiten jetzt, dafür hätte viel gesprochen, und ich habe mich damals in den USA auch gegen, es war ja absehbar, dass das kommen könnte, dagegen ausgesprochen, gegen den zweiten Irakkrieg. Habe gesagt, wir haben sozusagen A, noch in Afghanistan viele Probleme und B, ich glaube, ich habe es auch so ausgedrückt, der Weg nach Bagdad führt über Jerusalem. Wir müssen auch an dem Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern arbeiten. Ja. Und die Amerikaner haben sich dann anders entschieden. Wie hätte Europa das vermeiden können? Erstens, man hätte zu einer gemeinsamen europäischen Position finden müssen. Es war aber von Anfang an so, dass Blair gesagt hat, egal, was die Amerikaner machen, wir sind dabei. Und Schreck und Schröder haben gesagt, egal, was der Weltsicherheitsrat sagt, wir sind nicht dabei. Und dabei war Europa gespalten. Wenn die Europäer gesagt hätten, wir sind gegen den Krieg, aber wir unterstützen das, was die letzten Jahre die Briten und die Amerikaner alleine gemacht hatten, nämlich eine Eindämmungsstrategie, eine Überwachung der Flugverbotszonen. Wenn sie sich daran stärker beteiligt hätten, wenn sie gesagt hätten, wir schicken nicht nur ein paar mehr Kontrolleure, um zu gucken, was ist da mit den Waffen, sondern wenn sie gesagt hätten, wir sind auch bereit, in Nachbarländer, die das zulassen oder unterstützen, ein paar Truppen zu schicken, um eben mögliche Expansionsbestrebungen von Saddam Hussein sozusagen im Keim zu ersticken, dann hätte Bush es nicht hinbekommen, die amerikanische Öffentlichkeit von der Notwendigkeit des Irakkrieges zu überzeugen. Aber dazu waren die Europäer nicht in der Lage, und daraus kann man auch für heute eine Konsequenz ziehen. Wenn wir sozusagen Weltpolitik beeinflussen können, dann wird das nur gehen, wenn das die Europäer gemeinsam tun. Und ob es dann hinreicht, ist auch noch eine Frage. Aber eins ist völlig klar, wenn sie es nicht gemeinsam tun, dann wird es garantiert keinen nennenswerten Einfluss einzelner europäischer Länder geben. Ist darum der russische Einfluss auf europäische Staaten so gefährlich, aber auch der amerikanische? Weil die haben ja natürlich das Ziel, die Europäer zu spalten, beziehungsweise so dastehen zu lassen, damit sie eben nicht gemeinsam dastehen.
Also die Amerikaner haben die Polen, die Ungarn und so weiter auf ihrer Seite, die dann immer... Ja, also bei Russland ist das... Ja, beide, die haben beide geopolitische Strategien. Ja, also zur Zeit der Sowjetunion war klar, war das klar. Nach 1990 gab es eine Zeit, die, glaube ich, so bis 2006 reichte, wo unter der Gorbatschow-Überschrift gemeinsames europäisches Haus irgendwie geguckt wurde, wie kann man jetzt nach dem Ende der Sowjetunion Russland und die Europäische Union in ein gemeinsames System bringen. Und das hat dann etwa gegen 2006 geendet, indem Putin die russische Politik geändert hat. Und seitdem wird die russische Europapolitik auch wieder stärker von diesem, wir müssen die eher spalten, damit wir es dann nur mit Einzelnen jeweils zu tun haben, getragen, bis hin eben auch zu Bündnissen mit den europafeindlichen Parteien in Europa. Für die USA ist es eigentlich so, dass wir erstmals mit Trump einen amerikanischen Präsidenten haben seit dem Zweiten Weltkrieg, der aktiv gegen europäische Einigung arbeitet. Und hat Bush nicht gemacht mit Blair? Nein, Bush hat geguckt, wo er jetzt seine Leute findet, aber er war nicht der Europäischen Union gegenüber prinzipiell ablehnend gegenüber. Vielleicht nicht offiziell, aber er hat sich ja die Polen geschnappt, ja, die Tschechen, die Briten. Ja, aber da ging es sozusagen um eine ganz konkrete Frage, wer macht bei uns mit? Bei Trump ist es ja viel weitergehend. Er hat nicht nur den Brexit begrüßt, der sicherlich gegen europäische Interessen erfolgt ist, sondern hat Macron angeboten, wenn Frankreich dasselbe macht, gibt es besonders gute Handelsbeziehungen mit den USA. Also er hat schon eine andere Form von Politik gegenüber der EU entwickelt, aus seinem Verständnis von America First. Und das ist erstmals so. Und darauf muss man sich natürlich einstellen. Man muss sich auch darauf einstellen, dass durch die geänderte amerikanische Politik durch Trump der Multilateralismus, auch das transatlantische Bündnis, vor ziemlichen Veränderungen steht. Und wir haben immer von G7 und G8 gesprochen. Ich glaube, man muss sich jetzt mit dem Gedanken anfreunden, dass die Welt der nächsten Jahrzehnte vielleicht eine G2-Welt wird, wo sich vor allen Dingen die USA und China gegenüberstehen und wenig Rücksicht nehmen sozusagen auf sozusagen den Rest der Welt. Keine besonders gute Perspektive. Und wenn in dieser Konstellation G2 Europa überhaupt Einfluss behalten will, dann wird das auch nur gemeinsam gehen. Das heißt, wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Anstatt vielleicht ein G3 anzustreben. Wir müssen erstmal wir hinbekommen. Und dann können wir uns entscheiden, wie wir uns in möglichen Konflikten positionieren. Solange wir das wir nicht besser hinkriegen als im Augenblick, wird es schwierig. Gehören dann Bush und Blair für dich vor einem Kriegsverbrechertribunal? Nein. Warum nicht? Ich glaube, dass ich glaube nicht, dass man nach geltendem Völkerrecht da ein Case machen könnte. Und das Völkerrecht, kann man sagen, ist da unzureichend. Aber dann, glaube ich, hätten wir mit dem Wunsch, jemanden vor ein Kriegsverbrechertribunal zu stellen, sehr, sehr viele, die da hin müssten. Warum nicht? Ja, weil die Macht dazu fehlt, weil es nicht dazu kommt, weil Geschichte und das... Die Regeln für afrikanische Warlords müssen ja genauso gelten für amerikanische, ja, die, britische, ja, die, oder deutsche. Ja, die Regeln, die wir mit Mühe hinbekommen haben, gelten für die, die sie unterschrieben haben. Und pikanterweise haben eben bestimmte Länder die gar nicht erst unterschrieben. Die Amerikaner zum Beispiel. Zum Beispiel, aber andere auch. Ich weiß nicht, ob die Russen alles unterschrieben haben, ich glaube nicht, und die Chinesen auch nicht.
Kurz nochmal, machen wir Außenpolitik fertig und brauchen wir nicht mal zurückkommen. Annexionen hast du ja immer dich wieder entgegengestellt. Du hast damals bei Abchasien und Südossetien die russische Annexion kritisiert und Folgen eingefordert, politische Folgen. Bei der Krim hast du das genauso gemacht. Machst du das denn jetzt auch bei der israelischen Annexion der Westbank? Das mache ich da schon ganz lange. Und das trägt mir dann auch im Netz Kritik ein, so nach dem Motto, das sei antisemitisch, wobei ich da einen sehr klaren Standpunkt habe. Wir haben besondere Beziehungen zu Israel, die uns auch verpflichten, eine Politik zu betreiben, die den Sicherheitsinteressen Israels dient. Und ein befreundeter Staat, aber mit Freunden redet man ja ehrlich. Ja, aber jetzt, was dient den israelischen Sicherheitsinteressen? Letztlich eine vereinbarte Zwei-Staaten-Lösung, weil nur das dauerhaft, also die Aussicht auf dauerhaften Frieden, nicht nur mit den Palästinensern, sondern auch mit den arabischen Nachbarstaaten verspricht. Und da gibt es ja eine lange Historie von den Oslo-Verhandlungen über die Clinton-Parameter bis zur Roadmap, die, wenn man sie übereinander legt, eigentlich alle ziemlich ähnliche Lösungen vorschlagen. Und die sehen alle vor, dass ein palästinensischer Staat entsteht in der Westbank und im Gazastreifen mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Mit den Grenzen von 67. Mehr oder weniger, wobei man da über Austausch von Land und so weiter redet. Und jetzt können wir noch über Flüchtlingsfragen und diese ganzen Dinge reden. Also jedenfalls, das ist der Weg. Und ich habe immer kritisiert, dass Israel durch die Siedlungspolitik in der Westbank sozusagen die Bedingungen für diesen Krieg Haus für Haus verändert. Und das kritisiere ich weiter, weil die Absicht, die, glaube ich, schon dahinter steckt, wenn man sich die Siedlungspolitik rund um Jerusalem beispielsweise anschaut, irgendwann mal sagen zu können, also was wollt ihr mit der Forderung Ostjerusalem als Hauptstadt, die hat ja gar nicht mal mehr eine Landverbindung in die Westbank. Mhm. Und ich weiß noch, als Olmert hier zu Besuch war, hat er auch mit Abgeordneten geredet und ich habe ihn dann nach dieser Siedlung E1 gefragt und da haben wir das dann auch diskutiert und das war ja noch eine Zeit, wo die Israelis auf solche Einwände, jetzt nicht unbedingt von uns Abgeordneten, aber die Amerikaner gebremst, noch gehört haben. Das hat sich jetzt natürlich durch den Schritt von Trump komplett geändert und das wäre nochmal ein extra Thema, was nun daraus folgt. Aber eins kann man eben auch sagen, wenn Israel sozusagen vom Mittelmeer bis zum Jordan reichen würde, durch Annexion Palästinas, dann würde sich die Bevölkerung ja anders zusammensetzen als heute. Dann hätten die Palästinenser nahezu eine demografische Mehrheit. Und damit würde sich... Wenn sie die gleichen Rechte als Bürger hätten. Ja, Moment, da würde sich dann für Israel die Frage stellen, was ist uns jetzt wichtiger, dass wir den jüdischen Staat erhalten oder dass wir demokratisch bleiben. Und demokratisch bleiben hieße eben den dann dazugekommenen, mitannektierten Staatsbürgern, Arabern und Palästinensern gleiche Rechte zu geben. Und ob dann es mit dem jüdischen Charakter des Staates weiter klappt, ist mindestens eine offene Frage, eher zweifelhaft. Und deshalb glaube ich, dass es eben auch nicht im israelischen Interesse liegt, denn ich habe das immer so verstanden, wir wollen, als Israelis haben ja auch viele gesagt, wir wollen ein demokratischer jüdischer Staat sein, in sicheren Grenzen, in Frieden mit unseren Nachbarn leben. So verstehe ich das israelische Interesse und das israelische Ziel und das unterstütze ich auch. Aber deshalb kritisiere ich eben eine israelische Regierungspolitik, die sich diesem Interesse aus meiner Bewertung eben diesem Interesse entgegenwirkt. Es wird ja, die Siedlung werden ja nicht seit ein paar Jahren gebaut, sondern seit Jahrzehnten. Ja, und jede einzelne Siedlung ist illegal, völkerrechtswidrig. Ja. Also es ist auch gegen die Genfer Konvention, ja, die eigene Bevölkerung in besetztes, ja, Gebiet zu übersiedeln. Ja. Trotzdem machen sie das weiter, sie können das weitermachen, weil wir dann doch nicht
so agieren, wie wenn die Krim annektiert wird? Warum gibt es da keine rechtlichen Konsequenzen? Also ich weiß nicht, ob du schon mal in Auschwitz warst und ob du natürlich hast du dich auch beschäftigt mit sozusagen den 20er und 30er Jahren. Und ich glaube, dass das Deutschland einfach in eine Rolle bringt, die anders ist als die alle anderen Länder auf der Welt im Verhältnis zu Israel. Vielleicht noch über europäische Nahostpolitik. Ja, richtig, aber da wird natürlich von uns auch erwartet, dass wir, ich sag mal, in einer bestimmten Weise innerhalb der bei der Willensbildung der Europäischen Union agieren, dass israelische Interessen gewahrt sind. Und nehmen wir mal das Beispiel Boykott von Produkten aus der Westbank. Zur Besatzungszone. Ja. Da glaube ich, dass Deutschland aus einer ganzen Reihe von Gründen sich daran nicht beteiligen kann. Und die Kurzfassung ist, es würde die ganze Welt und an den Spruch erinnern, kauft nicht bei Juden. Und das geht nicht. Und deshalb sind wir da in einer anderen Lage als jedem anderen Land gegenüber. Das müssen wir einfach auch als Ergebnis der Geschichte akzeptieren. Das kann man nicht einfach ignorieren und sagen, wir normalisieren das jetzt mal so wie irgendwelche anderen Länder. Das geht nicht. Das heißt, wir uns sind in der Kritik an Israel Hände gebunden, ne? Grenzen gesetzt, die andere sind als für andere Länder. Aber könnte denn darum nicht die israelische Regierung darauf setzen? Naja gut, wir wissen ja, dass die Europäer wegen den Deutschen nichts machen werden und darum können wir ja weitermachen. Ist ja in den letzten Jahrzehnten auch nichts passiert. Ja, also man darf nun Israel auch nicht, wie das manche Linke oder Rechte tun, dämonisieren. Israel. Ich habe nur von der israelischen Regierung. Ja, ist es klar. Ja, aber auch bei der israelischen Regierung. Also man muss schon bei der Analyse einbeziehen, dass Israel andere Nachbarn hat als wir. Also die würden natürlich, wenn sie die Schweiz und Österreich als Nachbarn hätten, sich auch etwas anders verhalten können, als sie das in der Gegend tun können, wo der Iran bis heute das Existenzrecht Israels nicht anerkannt hat. So, das ist eine andere Lage. Aber wir müssen wir nicht das Existenzrecht Palästinas anerkennen? Das tut Deutschland, ja. Wir, Staat erkennen wir nicht an. Nein, das ist auch wieder einer der Punkte, wo wir sagen, wir wollen, dass das aus Verhandlungen hervorgeht. Da ist Israel dran zu beteiligen. Es hilft auch nicht wirklich weiter, jetzt auf dem Papier irgendetwas aufzuschreiben, was nachher in der Wirklichkeit keinerlei Entsprechung hat, einfach weil es diesen Staat mit den Eigenschaften und Fähigkeiten und Zuständigkeiten, die man einem Staat zuschreibt, nicht gibt. Weil sie ja noch besetzt sind. Ja, und jetzt muss man sehen, warum ist die Situation so? Natürlich sind immer auch, man muss beide Seiten anschauen. Ich nehme mal einen Punkt. Es wird unter den Palästinensern diskutiert, ob es Widerstandshandlungen auch sozusagen im Kernland Israels geben soll oder eben, ob sie sich beschränken sollen auf die besetzten Gebiete. Und es ist völlig klar, dass alles, was im sozusagen Israel der Grenzen von 67 passiert, von allen Israelis als ein Signal verstanden wird, die wollen uns ins Meer treiben. Und es gibt nach wie vor palästinensische Gruppen, die erstens das wollen und die eben auch solche Signale senden. Ja. Es ist zweitens eine Tragödie, dass die Palästinenser, obwohl ich mir vorstellen kann, wie schwer das unter Besatzungsregime ist, es nicht hinbekommen,
einigermaßen demokratische Verhältnisse hinzukriegen. Ich habe bei meinen Besuchen in der Region nicht nur immer auch israelische Menschenrechtsbewegungen getroffen, B'Tselem und Ir Yamim und die aktuell vor Apartheid waren, wegen dem Trump-Plan. Absalom, sondern auch, wenn ich bin auch immer in Ramallah gewesen. Und in der Westbank, in Gaza wollten wir rein, haben wir damals keine von Israel keine Erlaubnis bekommen. Hebron? Hebron war ich, ja. Hebron bin ich gewesen. Blenden wir gerade ein, guckt euch das an. Aber ist schon lange her. Da war ich noch kein Abgeordneter. Da waren wir mit einer Reise der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist eine Reise wert auf jeden Fall. Ja, ganz sicher. Und Hebron ist sicherlich auch eins der Beispiele, an denen man sehen kann, wie durch eine bestimmte Form der Siedlungspolitik Sicherheitsprobleme auch erst entstehen. Und diejenigen, die sich ein bisschen besser auskennen, verbinden ja damit auch den Anschlag auf die betenden Muslime durch Goldstein. Ja. Der hat dort ein Mahnmal bekommen, ein Denkmal sogar von den Siedlern. Was eben natürlich zusätzlich. Das war ein Terrorist, der in der Moschee Menschen ermordet hat. Ja, ja. Und dann auch selber dabei ums Leben kam. Aber wie dann die israelische Gesellschaft damit umgegangen ist, das ist sicherlich auch etwas, was Wirkung bei den Palästinensern bis heute, glaube ich, hat. Aber nochmal zu der Frage Palästinenser. Sie haben gerade auch, wenn man sich jetzt diesen Trump-Vorschlag anschaut, sie hatten Angebote auf dem Tisch, wo man wirklich jetzt nicht hätte sagen können, die könnte sie sofort unterschreiben, aber die wirklich eine Verhandlungsbasis gute Basis gewesen wären, um zu sagen, jetzt nehmen wir das mal und versuchen abzuschließen. Am weitesten war man mit den Clinton-Parametern und Taba. Bei Taba hatte man ja sogar eine Formulierung gefunden für die schwierige Flüchtlingsfrage, die ja auch wieder mit den Demografie-Themen zusammenhängt. Finde ich irgendwie nach wie vor ein ganz gutes Beispiel für kreative Diplomatie. Man hat gesagt, machen wir es doch so. Israel erkennt an, ein Recht auf Rückkehr, aber die palästinensische Seite erkennt gleichzeitig an, dass Israel sagen darf, wie viele. Und damit ist, sagen wir mal, dem Gefühl der Palästinenser, also man sieht unsere Rechte ein Stück weit Rechnung getragen. Ob das letztlich zu einer Lösung gereicht hätte, weiß ich nicht. Es ist ja nachher auch alles anders gekommen. Aber auch die Aufteilung von Land, die Jerusalem-Frage. Ich habe dafür ein Bild. Also wenn man das alles übereinander legt, kommt eigentlich eine ziemlich klare Vorstellung raus, wie eine Zwei-Staaten-Lösung aussehen könnte. Also man könnte sagen, das Happy End ist beschrieben, es fehlt der Film. Also es fehlt eben der Weg, wie man dann sozusagen dorthin kommt. Und das ist die Tragödie. Und ich sehe jetzt auch wegen der anderen Konflikte und Kriege im Nahen Osten auf absehbare Zeit kein Zeitfenster, was günstig wäre, um diesen Konflikt wieder anzugehen. Deshalb kam der Trump-Vorschlag jetzt auch, abgesehen von seinem Inhalt, da kann man auch drüber reden, wirklich zur Unzeit. Glaubst du denn daran, dass du noch erleben wirst, dass die Besatzung endet? Man hört ja dort in der Region oft den Spruch, also wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Aber es müsste schon ein Wunder passieren. Und anderes außenpolitische Thema, was ich mit dir noch besprechen wollte, weil du ja Rezos Video gesehen hast. Mhm. Hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, dass er über die Drohnenangriffe via Rammstein gesprochen hat. Die werden nicht aus Rammstein hier in Deutschland gesteuert, aber
als Relaisstation ist es unersetzlich, damit die in Nevada gesteuert werden können, müssen die Signale über Ramstein in den Nahen Osten nach Jemen, Afghanistan und so weiter geleitet werden. Das sind meistens völkerrechtswidrige Angriffe, Morde. Kannst du uns erklären, warum die Bundesregierung das nicht unterbindet? Ich fange mal mit den Nachrichten an, die von Selbstmordanschlägen auf einem Markt in Bagdad oder in Kabul berichten, wo islamistische Terroristen sich in die Luft sprengen, bewusst in Menschenmengen, wo möglichst viele Frauen und Kinder dabei sind, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Und wenn man sich mit Literatur beschäftigt, die sich mit diesen Selbstmordanschlägen auseinandersetzen, dann kann man einiges darüber lesen, wie diese Selbstmordattentäter angeworben werden, wie aus unserer Sicht gesehen Gehirnwäsche betrieben wird und wie natürlich durch diese Form der Kriegsführung Völkerrecht, sozusagen das klassische Kriegsvölkerrecht, völlig missachtet wird. Und jetzt steht man vor der schwierigen Frage, wenn sich Kriegsbilder so ändern, wie durch den internationalen Terrorismus, wie kann man damit umgehen? Ist das für dich Staatsterrorismus, was die Amerikaner machen? Nein, weil es dort immer das Bemühen gibt, Schäden bei der Zivilbevölkerung möglichst zu vermeiden. Und ich will auch nochmal darauf hinweisen, die Beurteilung, was rechtlich geht oder nicht, ist hoch umstritten, weiß ich. Aber eins ist auch klar, man kann sie nicht sozusagen nach Polizei- und Ordnungsrecht beurteilen, wie das sozusagen innerhalb Deutschlands und einer funktionierenden Staatlichkeit der Fall wäre. Ich glaube, du würdest auch ausrasten, wenn du wüsstest, dass jeden Dienstag im Kanzleramt sogenannte Kill-Listen erstellt werden, wo der amerikanische Präsident grünes Licht gibt, wer aktuell ermordet werden darf. Das passiert immer noch seit Obama jeden Dienstag im Weißen Haus, das wissen wir. Also wenn das Weiße Haus entscheidet, wer leben und wer sterben muss. Das ist doch, passt das zu westlichen Werten? Das hat ja vor allen Dingen auch Obama erweitert. Und der Grund ist, Erkenntnisse über terroristische Netzwerke, Sicherheiten, die man, drücken Sie einfach drauf, wenn man still. Sicherheiten, die man im Hinblick auf Personen und ihre Absichten hat. Und die Frage, was können wir denn tun, um den geplanten Anschlag zu verhindern? Und dann muss derjenige, der sagt, also das mit den Drohnen geht nicht, muss sagen, was nimmt er denn in Kauf? Und ist man da bereit, das in Kauf zu nehmen? Es ist ja nicht so, dass die Alternative wäre, wir lassen das mit den Drohnenangriffen und dann passiert nichts. Sondern die Alternative kann ja sein, man lässt es mit den Drohnenangriffen und demnächst geht an irgendeinem Marktplatz wieder eine Bombe hoch. So, das ist das Dilemma. Und deshalb wehre ich mich ein bisschen dagegen, diese wirklich sehr schwierige Frage einfach so schwarz-weiß zu beurteilen. Aber du würdest das der deutschen Regierung nicht zugestehen, oder? Über Tod. Die deutsche Regierung ist nicht in der Situation, aber natürlich haben wir erstens auch. Aber was für unsere Regierung gilt, muss doch auch für die amerikanische gelten. Deutschland ist nicht sozusagen in einer Weltordnungsfunktion, in der die Amerikaner ja eine lange Zeit sind und aus der sie sich jetzt verabschieden und wo wir sehen, dass es dadurch erstmal jedenfalls nicht besser wird. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es im Nahen Osten durch den Rückzug der Amerikaner besser würde. Und wir werden sehen, wie sich dann die neuen Kräfte, denn es gibt dann nicht auf Dauer ein Vakuum, also wie sich Russland, wie sich China
in bestimmten Regionen dann als Führungsmacht darstellen wird. Also ich glaube schon, dass ähnlich wie beim sogenannten finalen Rettungsschuss, der in Deutschland im Rahmen des Polizei- und Ordnungsrechts bei Geiselnahmen auch zulässig ist. Gefahrenvollzug. Ja, und hat natürlich eine ganze Menge Kautelen, ehe das geht. Es auch legitime Überlegungen gibt, wie man im Rahmen dieser neuen Kriegsbilder mit den Gefahren umgeht. Ich glaube, wir würden anders drüber reden, wenn wir wüssten, dass die Polizei in Deutschland mehrheitlich Zivilisten fälschlicherweise umlegt. Weil das ist das ist die Bilanz der letzten 10, 15 Jahre. Das ist die Behauptung. Das wurde durch Studien belegt und selbst die amerikanischen Generäle. Es gibt McChrystal und Co., die sagen selber, durch unsere Drohnenangriffe schaffen wir mehr Terroristen. Weil jeder Tote, den wir da kreieren. Es ist sicherlich. Das ist quasi kontraproduktiv, würde ich sagen. Ja, das gehört sozusagen zu den Dilemmata dazu. Aber es bleibt auch das Dilemma, dass diejenigen, die das kritisieren, sagen müssen, wie macht man es denn richtig? Und ich kann doch was kritisieren, ohne zu wissen, dass es... Aber man übernimmt dann natürlich schon die Verantwortung, mindestens gedanklich, für das, was aus dem Nicht-so-Handeln-Wollen passieren kann. Also natürlich kann man alles kritisieren. Man kann sagen, die sollen mit diesen Drohnen aufhören. Oder so. Und dann hat man aber eine Folge. Und die Drohnen werden ja jetzt zum Beispiel auch im Irak und in dem Kampf gegen IS eingesetzt. Und die Handlungen von IS sind ja hinreichend dokumentiert. Und man könnte sich auch in Deutschland mit einer ganzen Reihe von Opfern unterhalten, die einem über diese Herrschaft was sagen. Und deshalb... Hast du nicht Angst, dass die Chinesen und die Russen in 10, 20 Jahren sagen, also wir machen jetzt auch überall Drohnenangriffe in der Welt, weil die Amis haben es ja auch gemacht. Es gibt keine Regeln, die Amis wollten keine Regeln, also machen wir jetzt auch, was wir wollen. Das würden die Russen und die Chinesen im Zweifel sowieso tun, wenn sie das für nötig halten. Also wenn man sich anschaut, wie Russland im Tschetschenienkrieg vorgegangen ist, dann brauchen die nicht irgendwelche Berufungsfälle, was die Amerikaner angeht. Gucken Sie sich mal Grozny an. Aber zurück nochmal, warum unterbindet die Bundesregierung das nicht? Das kann sie. Also im Koalitionsvertrag steht drin, wir sind gegen illegale Drohnenangriffe. Ja, ich kenne auch das Urteil, was jetzt da nochmal zu einer Überprüfung führt. Die Frage ist eben, was nimmt man als illegal an? Die Diskussion rechtlich ist, glaube ich, am weitesten und auch nachvollziehbarsten in Israel geführt, wo es auch Rechtsprechung des obersten israelischen Gerichts dazu gibt. Israel führt da solche Angriffe auch durch. Und das müsste man sich jetzt nochmal anschauen. Das ist eine andere Situation. Die besetzen und sind in einem kriegerischen Zustand mit den Palästinensern. Naja gut, und die... Wer nicht? Ja, aber die Amerikaner werden natürlich von solchen Angriffen auch getroffen. Also in Afghanistan gehen viele Anschläge in die Richtung sozusagen der Ausländer, die in Afghanistan sind. Ja. Aber nochmal, warum oder wie kann die Bundesregierung das unterbinden? Also angenommen, du und Merkel und ich sind uns einig, das muss aufhören, weil es einfach illegal ist und weil es eine andere Lösung geben muss. Wie können wir das unterbinden? Ja, das wäre ja jetzt eine Voraussetzung, über die man diskutieren müsste. Und lass dich doch mal drauf ein. Ich will endlich mal verstehen, wie das technisch ginge. Ja, man kann natürlich sagen, im Rahmen der nationalen Souveränität, das soll es nicht mehr geben, da müssen sich die Amerikaner danach richten. Allerdings müssten wir dann auch sozusagen mit den Konsequenzen leben. Die Amerikaner würden natürlich sagen, wir halten das für die Verteidigung unserer Truppen für erforderlich. Wenn ihr uns als Verbündeter diese Möglichkeiten nicht einräumt, dann müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, ob und wie wir euch schützen können. Also es ist ja nicht so, dass das folgenlos bliebe. Klar kann man sagen, machen wir nicht. Es ist eine ähnliche Diskussion wie über die möglicherweise oder vielleicht tatsächlich in Deutschland noch stationierten amerikanischen Kernwaffen. Ja, aber wenn wir aber auf das Thema kommen, ich bin jetzt etwas erschrocken, dass die Amerikaner offensichtlich unter Trump nachdenken, kürzer, also
in Anführungszeichen kleinere Atomwaffen außerhalb Europas zu stationieren, damit sozusagen die Europäer da kein Mitspracherecht mehr haben bei der Frage, ob und wie sie eingesetzt werden, was sie eben bei den anderen Atomwaffen hätten. Und diese Zusammenhänge muss man eben auch sehen. Also wer bestimmte Dinge untersagen möchte, kann das vielleicht tun. Die zweite Frage ist, wird es nicht trotzdem passieren, weil es Ausweichmöglichkeiten gibt? Und die dritte ist, was hat es für Konsequenzen für die eigene Sicherheit? Also sind Fragen, die man sagen wir jetzt sozusagen nicht zwischen Suppe und Kartoffeln besprechen kann, sondern die viele Facetten haben. Und aber es ist nicht so kompliziert. Also das Kanzleramt könnte Trump sagen, lass es sein und dann geht das auch. Deutschland könnte sich durch eigene Entscheidung aus der NATO verabschieden, wenn es das vernünftig wäre. Aber geht ja nur um die Relaisstation ran. Naja, es geht schon darum, ob man sich aus sozusagen gemeinsamen sicherheitsrelevanten Fragen sozusagen ausklingt. Ne? Ja, das sind ja nicht sicherheitsrelevante Fragen, sondern kriegsverbrecherische Fragen. Ja, sagst du. Ja. Mein Einwand ist, Frage, was in der heutigen Zeit, wo eben Kriege nicht erklärt werden, wo die Kombattanten nicht durch Uniform erkennbar sind, sondern eben bewusst sich tarnen, teilweise auch Zivilisten als Schutzschilde benutzen, wie sich da auch die Rechtslage weiterentwickelt, das ist eine offene Frage. Man kann aber, wie beim Völkerrecht, das wird eine Weile dauern, aber ich glaube nicht, dass es im Ergebnis eine internationale gefestigte Auffassung geben wird, dass man quasi gegenüber solchen Angriffen als regulärer Staat wehrlos bleibt. Wie ist das bei der Hinrichtung von Soleimani jetzt vor kurzem gewesen? Bist du da auch so unentschieden? Ich hab's. Das ist eine neue Dimension. Ich hab's für wegen der politischen Wirkung für falsch gehalten, weil Soleimani eben neben all dem, was er als Führer der Revolutionsgarden an Verbrechen, auch Kriegsverbrechen in der Region begangen hat, eben auch sozusagen in der staatlichen Hierarchie des Iran quasi der zweite Mann war, es eben auch damit eine politische andere Dimension hatte. Und dass jetzt sagen wir mal Soleimani jemand ist oder war, der für ganz viele Verbrechen verantwortlich war. Und das in diesem Fall. Das rechtfertigt ja jetzt ja nicht die Tötung. Also ich glaube nicht, dass die Tötung von Soleimani völkerrechtswidrig war. Also wenn er ein Kriegsverbrecher ist oder wir ihn als realistischerweise einschätzen, dann könnte man ihn ja fangen und nach Den Haag. Das sagen Sie so. Also jetzt gehen Sie mal bitte davon aus, dass Soleimani gegen solche sozusagen Kommandounternehmen ganz gut geschützt ist. Und aber wir würden ja auch nicht akzeptieren, dass die Iraner den amerikanischen Verteidigungsminister hinrichten. Nein, aber ich würde den amerikanischen Verteidigungsminister auch nicht mit Soleimani vergleichen. Ja, wir haben ja gerade vorhin über George Bush und Kriegsverbrechen geredet. Das waren deine Behauptungen, ich habe dem ja widersprochen. Aber Soleimani hast du im Großen und Ganzen Problem damit gehabt. Wegen der politischen Dimension. Ich glaube, dass man mit dem Iran insgesamt seit der Aufkündigung des Nuklearabkommens seitens der Amerikaner falsch umgeht und dass sich die Lage dadurch verschlechtert. Und ich habe die Sorge nach wie vor, ist etwas gemildert jetzt durch den Abschuss der ukrainischen Maschine, die jetzt die Iraner stärker sozusagen auf sich selbst zurückwirft und Fragen aufwirft, was läuft bei uns im Iran falsch.
Aber ich sag mal, unmittelbar nach der Tötung von Soleimani war es ja so, dass die Demonstrationen, die vorher gegen das Regime auf der Straße waren, sich dann automatisch gegen die Amerikaner gewandt haben. Und da irren sich eben auch viele, die glauben, weil das Mullah-Regime verhasst ist, was stimmt, ja, würde sozusagen ausländische Intervention begrüßt, was nicht stimmt. Und das war sozusagen meine politische Sorge in der Bewertung. Und was das Nuklearabkommen angeht, weiß ich auch, dass von den vier Punkten, die uns beim Iran Sorge machen, nur einer behandelt wurde. Die Frage, wird Iran eine weitere Nuklearmacht? Und die anderen Fragen, wie verhält sich der Iran in der Region? Wie ist das mit den Menschenrechten im Land? Und wie ist vor allen Dingen auch die Unterstützung von Terrorismus, gerade auch vis-à-vis Israel, dass diese Fragen in dem Abkommen nicht adressiert worden sind. Ach so, und der vierte Punkt ist dann noch die Raketenrüstung mit Raketen längerer Reichweite. Aber meine Schlussfolgerung wäre eben gewesen, wir haben das Nuklearabkommen hinbekommen. Und statt das jetzt aufzukündigen, hätte man mit dem gleichen, sagen wir mal, Verhandlungsformat die anderen Dinge adressieren müssen. Aber aus welchen Gründen auch immer, ist nicht unmittelbar nach dem Nuklearabkommen sozusagen das nächste Kapitel aufgemacht worden. Das hätte man tun müssen. Wir machen jetzt wieder ein Kapitel auf und lassen, nein, wir machen das Außenpolitik-Kapitel zu. Gehen wir jetzt mal zum CDU-Kapitel. Warum bist du in die CDU eingetreten? Wann war das? Anfang der 70er? 72. Also ich war schon 4 Jahre im RCDS gewesen. Und Ich meine, damals sind die meisten wegen Willy Brandt, Willy, ja, Wählen in die SPD gegangen und, ja, du bist wegen Strauß in die Union? Ich bin wegen Willy Brandt in die CDU eingetreten. Was? Ja. Das musst du erklären. Ja, klar. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über DDR und Kommunismus und Sozialismus geredet und ich war nun wirklich nicht der Meinung, dass das die erstrebenswerte Staats- und Lebensform ist. Und Willy Brandt hielt zu, ich glaube, es war der 100. Geburtstag von Schumacher, eine Rede, wo der Satz vorkam, Demokratie werde nur im Sozialismus erfüllt. Und das fand ich falsch, würde ich auch heute noch falsch finden. Mhm. Und ich war damals in so einer Situation, es war die Große Koalition gerade gewesen. Ich fand bei der SPD Leute ganz gut, ich fand bei der CDU Leute ganz gut. Ich war aber irgendwie noch gar nicht so sicher, ob ich überhaupt in eine Partei eintreten sollte. Das war die GroKo unter Kiesinger. Unter Kiesinger, ja. Und ja, ein Ex-Nazi war. Mit Brandt als Außenminister. Mhm. Und da habe ich mich dann entschieden, nach der verlorenen Bundestagswahl 72 in die CDU einzutreten. Und warum genau? Wie bitte? Warum genau? Ja, weil ich schon mich weiter politisch engagieren wollte und weil mir irgendwie klar war. Jetzt gegen Willy Brandt? Nein, überhaupt. Also es war ja noch ich war ja noch an der Uni auch aktiv und es war eben schon noch die grundsätzliche Systemauseinandersetzung. Wenn man heute mit Leuten, die Zeit nicht erlebt haben, über diese Zeit redet, dann wird den 68ern etwas gut geschrieben, was sie gar nicht wollten. Die 68er wollten eine völlig andere Gesellschaftsordnung, Rätedemokratie, Volkseigentum, was weiß ich. Sie wollten auch eine Revolution, sie haben das auch immer so genannt. Und inzwischen ein guter Freund von mir, grüner Abgeordneter aus Münster, Winnie Nachtwey, der damals bei irgendwelchen roten Zellen war, hat mal sehr ehrlich in einem Interview gesagt, ein Glück, dass wir uns nicht durchgesetzt haben, es wäre eine Diktatur geworden. Also das war auch noch 72 eine fortgesetzte Auseinandersetzung und ich wollte mich in einer Partei engagieren für unser parlamentarisches System, für unsere Gesellschaft, für Reform. Es war eigentlich immer die Diskussion Reform oder Revolution. Das kann man heute schwer nachvollziehen.
weil mit vor der Frage stehen wir jetzt gerade auch. Nein, weil im Rückblick wird den 68ern gut gebracht, sie hätten, und das stimmt ja auch, das obrigkeitsstaatliche Denken ist deutlich schwächer geworden. Wir haben uns anders mit der Nazizeit beschäftigt. Das Geschlechterverhältnis hat sich verändert und viele andere Punkte mehr. Wenn man den 68ern hardcore damals gesagt hätte, also das alles wird kommen, seid ihr damit zufrieden? Hätten die gesagt, um Gottes Willen, das ist ja Revisionismus. Das ist ja eine Reform des bestehenden Systems und das wollen wir nicht. Das ist ein Sachverhalt, der in der Beurteilung der Dinge, die ich auch als positiv sehe, leicht vergessen wird. Die Ziele waren völlig andere. Es sind Nebenwirkungen, unbeabsichtigte Nebenwirkungen eingetreten, jedenfalls von denjenigen, die damals das große Wort geführt haben. Das, was wir jetzt heute haben, war nicht die Gesellschaft, die sich erträumt hätten. Ja? So, aber sie haben aus meiner Sicht eben durch diese Nebenwirkungen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft gehabt. Aber damals war die Frontstellung eben eine andere. Jetzt zum Verständnis, warst du der Meinung, dass demokratischer Sozialismus an sich unmöglich ist oder dass das für Deutschland die falsche Lösung wäre? Ich habe geglaubt und glaube das nach wie vor, dass es letztlich nicht wirklich funktioniert. Es ist ja vielfach in unterschiedlicher Art und Weise versucht worden. In der DDR gab es ja keine Demokratie. Nein, aber es gab ja verschiedene Versuche. Es gab das jugoslawische Modell, es gab den chinesischen Ansatz, es gab den rumänischen Versuch. Waren ja überall schon mit unterschiedlichen Schattierungen der Versuch, eine Gesellschaft sozusagen zentral autoritär im Einparteiensystem zu steuern. Und die sind allesamt gescheitert. Und im Kopf gibt sicherlich noch eine ganze Menge andere Ideen, wie das alle gehen könnte. Aber da ich glaube, dass eins der zentralen Probleme sozusagen gesellschaftliche Organisation in der Frage besteht, wie kontrolliere ich Herrschaft, ist diese Kombination aus Kontrolle durch Wettbewerb und Dezentralisierung einerseits und sozusagen dem demokratischen System mit Gewaltenteilung die richtige Weise, die Frage zu beantworten. Und in den Systemen, wo die Wirtschaftsmacht mit der politischen unmittelbar zusammenfällt, habe ich schon mal ein ganz anderes Kontrollsystem gegenüber Herrschaft. Und das ist in Deutschland anders, also in der BRD? Ja, sicher. Ja, sicher. Ist das anders. Da ist die Wirtschaftsmacht nicht so konzentriert? Sie ist, natürlich gibt es wirtschaftliche Macht, aber zum einen die aktuelle Zahlen, 1% der Unternehmen wirtschaften 67% des Umsatzes in Deutschland. Ja, es geht da jetzt um Macht. Und das ist wirtschaftliche Macht. Ja, aber erstens müssten wir jetzt über die Frage reden, wird die homogen ausgeübt? Das wird sie nicht, weil sozusagen innerhalb dieser Zahl Konkurrenz stattfindet, gegenseitiger Wettbewerb. Und es gibt für die Menschen Ausweichmöglichkeiten. Das ist ja das Problem, dass in einem System, wo der Staat auch sozusagen die wirtschaftliche Macht hat, da ist es dann eben so, wie beispielsweise in der DDR, dass wenn ich sozusagen nicht in der Partei bin, kann ich auch im Unternehmen nur bis auf einen bestimmten Level kommen und dann ist Schluss. Weil eben Führungspositionen sozusagen nur parteipolitisch von der Partei besetzt werden, die auch im Staat die Macht hat. So. Und darauf sind letztlich diese Systeme alle rausgelaufen. Also die Trennung von, die möglichst breite Trennung von wirtschaftlicher und politischer Macht ist nötig. Und wir sehen das jetzt heute von der anderen Seite in den USA, wo man eben sehen kann, wenn man da nicht Vorkehrungen trifft, dass im Grunde ja eigentlich schon fast für einen Kongressabgeordneten Millionen Vermögen notwendig sind, um da ins Parlament zu kommen, mit wenigen Ausnahmen, wo man das dann vielleicht über Crowdfunding oder sowas hinbekommt. Und das muss eigentlich die Alarmglocken klingeln lassen. Und ich glaube aber eben, dass wenn man sich unser System anschaut, dass unsere liberale Demokratie, so wie wir sie haben, mit am besten Lernfähigkeit und Anpassungsfähigkeit organisiert. Und das ist, wie man das ja auch sonst aus der Evolution weiß, also eine
eine Kernfähigkeit, um auch in Zukunft klarzukommen. Also man muss lernen, muss sich anpassen. Und man kann Pressefreiheit, Opposition, Wahlen, alles auch verstehen als Methoden, wie eine Gesellschaft lernt. Das entfällt in den autoritären Systemen. Die spannende Frage ist, wenn man sich jetzt mit China beschäftigt, ob dieser Lerneffekt auch dadurch substituiert werden kann, dass man Big Data nutzt. Also die Informationen, die in der freien Gesellschaft über Presse und viele Kanäle sich irgendwie bildet, und man weiß, was man produzieren muss, irgendwie aus dem Erfolg, den ein Produkt hat, muss der Preis hoch, runter, Angebot, Nachfrage. Ob diese Frage besser beantwortet werden kann oder adäquat durch das Sammeln von Big Data ohne Rücksicht auf die Überwachungsfolgen und. Weil man dann auch vielleicht vorhersagen kann, also wir brauchen irgendwie so und so viel Brillen, so und so viel Schuhe und die stellen wir dann irgendwie staatlich verfügt her. Also das finde ich ist eine spannende Frage für die Zukunft, aber da das jedenfalls zwangsläufig, also dieses Big Data Modell mit wahnsinnigen Freiheitsverlusten verbunden wäre, weil die Daten würden sich ja nur dann erheben lassen, wenn wir praktisch gläsern würden, würde ich das Modell natürlich trotzdem nicht vorziehen. Aber es könnte effizient sein. Aber bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du in China Social Media nutzt oder dein Handy benutzt, dann gehören deine persönlichen und intimsten Daten dem chinesischen Staat im Endeffekt. Ja, dem Staat. In Deutschland oder im Westen ist es ja so, wenn ich Facebook nutze, wenn ich Google nutze, wenn ich Twitter nutze, dann gehören meine privaten Daten, meine intimsten Sachen Facebook, Google. Also da ist es die Privatwirtschaft, die meine Daten besitzt. Also das ist deren Eigentum. Ja. Bist du dafür, dass man ihnen das wegnimmt? Also dass sie nicht deine Daten besitzen dürfen, sondern dass ich mein Eigentum an meinen Daten habe? Ja klar. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und daran wird ja auch gearbeitet, wie man sozusagen die Souveränität des Individuums über seine Daten besser sichert, wie man sozusagen vor Datenmissbrauch schützt. Dann machst du dir Facebook und Google aber zum Feind, weil das ist ja darauf basiert, ihr Geschäftsmodell, ja, dass ihnen die Daten gehören. Nicht unbedingt, ja, wobei es natürlich auch sagen Möglichkeiten der freiwilligen Übertragung, kann man drüber nachdenken, aber es ist richtig. Wir haben im Augenblick eine Situation, wo auf verschiedene Weise bei Google, bei Facebook Daten aggregiert werden als Big Data, die dann dazu führen, dass diese Unternehmen der Wirtschaft Werbemodelle anbieten können, wo sie diesen alten Spruch, ich muss werben, ich weiß, dass von jedem Euro 50 Cent rausgeschmissen sind, aber ich weiß noch nicht, welche 50 Cent. Und dann sagt Google, also wir können diese Fehlinvestition auf 5 Cent reduzieren, weil wir können deine Zielgruppe so zuschneiden, dass du quasi lauter Treffer hast. Und das führt eben dazu, dass Jojana Zuboff nennt das Überwachungskapitalismus, was wir da jetzt erleben in den letzten 10 Jahren. Erleben also erstmal, dass dadurch das Anzeigenvolumen, das Werbevolumen, was bisher auch ein Stück weit unsere Pressefreiheit garantiert hat, dass das sozusagen Richtung Google, Facebook und andere solche Anbieter abwandert mit den Problemen, den heute Zeitungen und andere haben. Das ist das eine Problem, was ich in dem Zusammenhang sehe. Und ich sehe natürlich bei Google eigentlich fast noch mehr das Problem, dass wir ja immer mehr auf Google zurückgreifen, wenn wir uns informieren wollen. Und das von der Frage, was uns sozusagen unter den ersten 20 Möglichkeiten auf Google dann präsentiert wird, also unter den ersten 20 Antwortmöglichkeiten, weil die wenigsten klicken nachher nochmal die nächsten 50 durch.
Und damit gewinnt Google einen unglaublichen Einfluss auf das, was wir denken, was wir für richtig halten. Das ist gefährlich für unsere Demokratie. Das kann dann sehr gefährlich sein, wenn es manipulativ eingesetzt wird. Deshalb muss da drauf geguckt werden, wie die Algorithmen aufgebaut sind. Und das ist dann die nächste Diskussion. Wie transparent muss es sein auf der einen Seite? Wie transparent kann es sein, weil natürlich die Algorithmen auch irgendwelche wettbewerbsrelevanten Geheimnisse spiegeln? Aber ich glaube schon, dass wir sicher sein müssen, dass jetzt, um mal bei diesem Informationspunkt zu bleiben, dass es jetzt keine Möglichkeit gibt, meinetwegen jetzt sozusagen als Unternehmen Google zu sagen, wir wollen jetzt mal, dass die Deutschen in irgendeiner Frage in die und die Richtung denken. Und deshalb stricken wir den Algorithmus so, dass nur Literatur, Zeitungsartikel oder was immer, die in diese Richtung geschrieben sind, als erstes aufploppen. Das muss ja Facebook oder Google nicht wollen. Das reicht ja schon, wenn Cambridge Analytica genau weiß, wie Facebook funktioniert, sich die Daten sammelt und uns dann dadurch gezielt, also durch die Plattform, wird es möglich gemacht. Richtig, aber die Frage, wie man das regulieren kann, sind offensichtlich nicht so einfach. Also das beste Beispiel ist doch, unsere Daten gehören uns. Das ist doch die einfachste Regulierung an sich. Das weiß ich nicht. Also die die Frage, wenn ich jetzt meinetwegen ich habe irgendeine Frage zur AfD und ich google das, dann stelle ich mir da so vor, dass der Algorithmus jetzt sozusagen unter diesem Stichwort, was ich da eingegeben habe, seine AfD-Datenbank durchsucht. Da muss er von mir erstmal noch gar kein Datum haben. Ja, das ist das eine, was du suchst. Ja. Aber während du eingibst, speichert Google, wie du das eingibst, wie schnell du das eingibst, von wo du das eingibst, ob du das nochmal, wie weit du runterscrollst und so weiter. Sie lernen über dich, wie du das eingibst. Denen ist doch scheißegal, was du da suchst. Ja, aber für mich wäre eben erstmal die Hauptgefahr, dass ich manipulativ zusammengestellte Informationen bekomme mit dem Zweck, meine Meinungsbildung in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Das wäre für mich sagen, unter Demokratiegesichtspunkten das größte Risiko. Das ist politisch eine Gefahr, aber in der wirtschaftlichen Realität ist das ja schon so. Also ich kann doch bei Google, wenn ich an Ruprecht Polenz irgendwie geil finde, könnte ich doch eine Agentur beauftragen, die dann Google Geld dafür bezahlt, die ersten 5 Treffer über dich die besten Artikel erscheinen zu lassen. Das ist doch jetzt schon so. Das ist ja keine Gefahr, das ist ja jetzt schon Realität. Das haben quasi die politischen Akteure jetzt nur ausgenutzt, was die Wirtschaft in den letzten 10, 20 Jahren etabliert hat im Netz. Wobei ich mich ja, ich sag mal, diesen Angeboten, das kriegt ja nun auch jeder mit, der im Netz unterwegs ist. Also ich habe mir jetzt irgendwann über so einen Versandhandel einen Koffer gekauft. Seit der Zeit ploppt dauernd Kofferwerbung auf, wobei ich das relativ einfallslos finde, weil normalerweise müssten die mir eigentlich jetzt eher Sachen zeigen, die man in den Koffer reintut, weil den Koffer habe ich ja schon. Aber klar, diese Vorgänge kriegt jeder mit. Oder wenn man irgendwo im Urlaub war, erscheinen dann sozusagen fortlaufend Anzeigen aus der Region, Hotelempfehlungen oder weiß der Kuckuck was. Aber ich finde, damit kann man, wenn man sich das bewusst macht, ganz gut umgehen. Was schwieriger ist, ist, glaube ich, ich will mich über einen Sachverhalt informieren und ich bekomme absichtsvoll zusammengestellte einseitige Informationen. Und jetzt haben wir bei Facebook sicherlich das Problem, was kommt in die Timeline? Und da geht es eben, so habe ich das verstanden, so, dass erstens das Geschäftsmodell braucht, dass man möglichst lange in dem Dingen drin ist. Timeline immer weiter scrollen. Ja, zweitens, man analysiert hat, dass das dann der Fall ist, wenn man sich möglichst oft bestätigt fühlt.
Darum analysieren sie, wie du klickst. Richtig, und nicht so viel Widerspruch bekommt. Mhm. Und das führt dann zu dem, was wir Filterblase und all die negativen Folgen nennen, die wir haben. Ich habe auch schon mal überlegt, bin ja was diese Dinge angeht, jetzt kein Fachmann, aber wenn man überlegt, wie solche Machtgeschichten kontrolliert werden könnten, dann kann man natürlich drüber nachdenken, welche Transparenzmöglichkeiten sind noch nicht ausgereizt. Das Zweite, kann man dazu verpflichten, den Algorithmus so zu stricken, dass in jedem Falle 20% sozusagen außerhalb der Blase eingespielt werden, wie immer man das dann machen würde. Also nicht nur, wer das liest, liest auch das, sondern wer das liest, hier haben wir nochmal was ganz anderes, was vielleicht gar nicht dem Interesse entspricht. Das Problem ist halt, dass diese Empfehlungssysteme, ob das jetzt Netflix ist oder Amazon, deshalb so erfolgreich sind, weil sie in der Beratungsfunktion Bequemlichkeiten bedienen und vielleicht auch ganz erfolgreich sind. Also wenn mir ein bestimmtes Genre, bleiben wir aber bei Netflix, mir gefallen bestimmte Filme. Ich gucke zum Beispiel ganz gerne so Spionagefilme. Ja. Und dann, ehe ich nun sozusagen das ganze Angebot da durchgucke und nicht weiß, aufgrund der Kachel und von zwei Sätzen, ob das einer ist, dann finde ich es eigentlich nicht so übel, wenn mir dann empfohlen wird, also zu 98% wird dir dieser Film auch gefallen. Das ist eine positive Manipulation. Aber es ist natürlich auch eine. Ne? Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob wir in der analogen Welt vor dieser ganzen Digitalisierung wesentlich anders agiert haben. Es war nicht so massiv, aber wir sind ja auch nach Empfehlungen gegangen. Wir haben uns beraten lassen und bilden Urteil aufgrund vergangener Erfahrung. Also ein schönes Beispiel ist doch zum Beispiel das Wahlplakat auf der Straße. Mhm. Das wird aufgehängt und da weiß die Partei nicht, da weiß Ruprecht Polenz nicht, wird das jetzt von meinem Kameramann gesehen, von mir, von meiner Tochter, von meiner Mutter. Mhm. Aber wenn du das auf Facebook schaltest, kannst du Facebook ganz genau sagen, ich möchte, dass Thilo das sieht und nur Leute wie Thilo. Das ist doch auch ein. Ich weiß nicht, wie weit. Also es geht. Also ich habe bisher. Also ich habe Facebook noch nie so einen Auftrag gegeben. Deshalb weiß ich nicht, wie weit man das runterbrechen kann. Was ich weiß ist, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte in Münster die und die Altersgruppe erreichen. Aber ich weiß nicht, ob ich sagen kann. Männlich. Ja, aber jetzt dein Beispiel war ja noch weitergehend. Ich kenne jetzt jemanden in Münster, habe aber irgendwie dessen Adresse, ich habe irgendwie den Namen gehört und ich möchte jetzt, dass Facebook dem irgendwas von mir einspielt. Ich glaube, das geht noch nicht. Ich glaube schon. Ja? Ich weiß es nicht. Wir müssen noch mal über die CDU reden. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ja, auf die Uhr gucken. Ja, geht aber. Haben wir noch. Ja. Jetzt bist du ja erst 94 in den Bundestag gekommen. Du bist 72 eingetreten. Was ist denn in den 20 Jahren dazwischen passiert als CDUler? Warst du irgendwie in einem Landesparlament, Stadtparlament oder bist du gleich ganz groß eingestiegen? Nee, ich wollte nie existenziell von der Politik abhängig sein. Deshalb war mir ganz wichtig, ein berufliches Standbein zu haben, was ich auch gerne gemacht habe. Wie gesagt, ich bin Jurist, habe nach meinem zweiten Staatsexamen erstmal bei Paul Kirchhoff als Assistent gearbeitet und bekam dann ein Angebot von der Industrie- und Handelskammer, was ich gerne angenommen habe und war dann 14 Jahre Geschäftsführer der IHK Münster für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und was ist der Seibert der IHK? Spin-Doktor. Auf diesen Vergleich wäre ich jetzt nicht gekommen. Nein, ich habe halt das gemacht, was man da macht. Ja, man ist in so einer Scharnierfunktion. Auf der einen Seite transportiert man nach außen, was die Kollegen machen und arbeiten. Auf der anderen Seite nimmt man natürlich auch wahr, wie darauf reagiert wird und spielt das dann wieder sozusagen in die eigene Organisation. Und ich habe mich das war so, 73, 74 wurde ich von der Münsteraner CDU gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Stadtrat zu kandidieren. Das war jetzt nicht völlig
ja, nennen wir es mal uneigennützig, weil es war vorher Folgendes passiert. Der SHB und andere von der Uni hatten die Münsteraner SPD ziemlich umgekrempelt und praktisch die gesamte Ratsfraktion bis auf zwei ausgewechselt. Und jetzt hatte die CDU ein bisschen Angst, sie braucht da so ein paar Anti-Jusos. Und deshalb haben die mich dann gefragt, die wussten, dass ich an der Uni da schon mal aktiv gewesen bin und so. Und ich habe mir das überlegt und gedacht, ja gut, warum nicht? Hast dich immer politisch engagiert, jetzt neben der Ausbildung, jetzt machst du es halt auch Nebenberuf weiter. Und aus diesen Dingen sind nachher 20 Jahre geworden. Das hätte ich jetzt 1975 auch noch nicht gedacht, als ich da mit 29 in Stadtrat in Münster gekommen bin. Dann war noch mal eine ganz interessante Sache. Ich wurde dann 84 gefragt, ob ich Fraktionsvorsitzender werden wollte. Und dann habe ich noch so gesagt, naja, also ich bin ja hier eigentlich zugereist und kein sozusagen gebürtiger Münsteraner, kenne also auch viele Verflechtungen, Beziehungen gar nicht so gut. Und hat mir jemand gesagt, das wäre ja gerade der Vorteil. Und das habe ich dann auch so empfunden. Ich war dann 10 Jahre Fraktionsvorsitzender. Man muss wissen, in einer Stadt wie Münster ist sozusagen das normale Ratsmandat mit 20 Stunden pro Woche Arbeit neben dem Beruf verbunden. Das heißt, man ist vor allen Dingen eben auch vom Montag bis Freitag 3 Abende nicht zu Hause. Ja. Und als Fraktionsvorsitzender waren es dann 30 Stunden. Ich konnte das eigentlich nur deshalb machen, weil die IHK jetzt nicht gesagt hat, wir nehmen dir die Arbeit ab, aber sie haben gesagt, kannst du im Prinzip machen, wann es passt. Und deshalb habe ich dann halt öfter Samstag, Sonntag an der Kammerzeitschrift oder an irgendwelchen anderen Sachen gesessen, weil ich unter der Woche eben im Rathaus war oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Also als Bundestagsabgeordneter hast du nebenbei auch noch einen Beruf gehabt? Oder hast du das reingelassen? Ich habe das große Glück gehabt, Stichwort wieder Unabhängigkeit, dass die IHK, als ich im Bundestag gewählt war, meinen Vertrag ruhend gestellt hat. Also ich bekam von der IHK, wie man so schön sagt, keine Geld- und Sachbezüge, aber ich hatte die Sicherheit, wann immer ich aufhören möchte im Bundestag oder die Partei möchte, dass ich aufhöre oder die Wähler möchten, dass ich aufhöre, kann ich zur IHK zurückkommen. Ist das nicht rein rechtlich sogar der Arbeitgeber verpflichtet, dich freizustellen? Nicht auf diese Art und Weise. Also ich habe das immer als einen besonderen Vorteil empfunden, auch vorher die Möglichkeit, zeitlich so flexibel da meine kommunalpolitische Arbeit zu machen, weil ich sehe das jetzt, einer meiner Nachfolger, der jetzt amtiert, ist selbstständiger Unternehmer. Und für den kostet das richtig Geld, weil er eben die Zeit, die er da in irgendwelchen Ausschüssen oder sonst wo zubringt, da kann er keine Kunden besuchen. Ne? Und der Verdienstausfall, den es dann dafür gibt, der kompensiert es nicht. Aber das nur am Rande. Also dann habe ich 89, also nochmal zurück, 86 hätte es möglicherweise eine Chance gegeben, für den Bundestag zu kandidieren. Und dann hat meine Frau gesagt, also wenn du unbedingt willst, aber überleg dir das, unsere Kinder sind noch ziemlich klein. Und dann habe ich gesagt, hast recht, und habe nicht kandidiert. Und haben meine Freunde gesagt, also war eine Altsprache, Kairos, also diese Zeit, der richtige Zeitpunkt, der kommt nicht wieder. Und wie gesagt, na gut, wenn es so ist, dann kann ich es auch nicht ändern. Und dann habe ich 89 es versucht und bin nicht aufgestellt worden. Dann kam der auch nochmal und sagte, also siehst du, habe ich dir damals gesagt, hättest du mal vor drei Jahren. Ja. Ja gut. Und dann hat es aber 94 geklappt. Also ich hatte 89, war ich gegen den damaligen Staatssekretär angetreten, parlamentarischen Staatssekretär, und wir hatten noch das Delegiertensystem in Münster. Und ich habe es da nicht geschafft, aber es haben viele gesagt, also komm, du bist ja auch noch jung und guck mal und so, wie man das dann so gesagt kriegt. Und und dann, als ich 94 wieder antrat, das heißt 93 in der Aufstellungsphase, hat lange überlegt, ob er nochmal wieder antreten soll, hat es dann nicht gemacht und bin ich dann nominiert worden. Und dann war ich eben von 94 bis 2013 im Bundestag. Hast du die Unabhängigkeit gerade angesprochen?
formal bist du ja als Abgeordneter im Bundestag unabhängig und nur deinem Gewissen verpflichtet. Mhm. Trotzdem gibt es ja einen Fraktionszwang. Mhm. Hast du jemals gegen deine Fraktion gestimmt? Ja, ich habe mich bei einem dieser Staatsangehörigkeitsgesetze nicht der Fraktion angeschlossen, weil ich der Meinung war, es ist richtig, wenn in Deutschland geborene Kinder von Ausländern erstmal sozusagen als Doppelstaatler aufwachsen können und sich dann eben, das war damals die Regelung, glaube ich, mit 18 dann entscheiden mussten, aber sie sollten eben erstmal da die Möglichkeit haben. Das wollte die CDU damals nicht. Ich hatte mich mit diesen Themen ziemlich intensiv beschäftigt, war anderer Meinung, wie überhaupt, sagen wir mal, das Thema Einwanderung, Integration, eins der Themen ist, wo ich mit die meisten Reibung mit meiner Partei habe. Also andere Ausnahmen, wo du nicht mitgestimmt hast? Ich glaube, es war einmal noch die Frage, ging irgendwie um Entsende, aber ich Entsendegesetz in der Wirtschaft, aber ich krieg's nicht mehr genau auf die Reihe. Ich würde aber ganz gerne noch einen Satz sagen zu diesem Stichwort Fraktionszwang. Viele denken, es wäre für alle ein ganz großer Vorteil, wenn jeder Abgeordnete jedes Mal so abstimmen würde, wie er das gerade jetzt für richtig hält. Nach seinem Gewissen? Ja, nach seinem Gewissen. Aber erstens ist nicht jede Frage eine Gewissensfrage. Zweitens möchten die Menschen ja auch wissen, wen sie wählen und wie der sich wahrscheinlich verhält. Deshalb entscheiden sie nach großen Richtungen und die machen sich aus der Parteizugehörigkeit fest. Wenn sie das Gefühl hätten... Warst du direkt gewählt, oder? Ich war dreimal direkt gewählt, zweimal knapp nicht. Und aber es ist klar, in der Stadt mit 290.000 Einwohnern, heute sind es 310.000 in Münster, hat man nicht ohne weiteres die Chance, sich ein persönliches Bild von dem Kandidaten zu machen. Und deshalb wählt man nach Richtung. Die meisten sagen, also ja, ich finde die CDU oder die SPD oder die Grünen im Großen und Ganzen richtig, dann wähle ich auch den Kandidaten. Und manche, die daran nicht so geglaubt haben, gedacht, also sie würden vor allen Dingen als Person gewählt, auch in der Kommunalpolitik, haben das dann ziemlich bitter gemerkt. Also ich weiß noch einen Fall von einem Bonner Oberbürgermeister, der ist dann nicht mehr aufgestellt worden, hat gedacht, euch zeige ich es, ich trete jetzt sozusagen als, was weiß ich, Heinz Mayer oder so wieder an. Und der ist krachend durchgefallen, weil eben das Siegel der Partei fehlte. Und das macht allenfalls in kleineren Gemeinden, wo man wirklich, sagen wir, die Personen... Da muss man schon Promi sein, oder? Kennt. Ja, das sowieso. Also ich war... Also in Münster machen die Westfälischen Nachrichten seit langem so Umfragen über Bekanntheitsgrade und was die Bürger bewegt und was weiß ich, was alles. Und da weiß ich noch, ich war... Nachdem ich fast 20 Jahre im Rat war, 10 Jahre Fraktionsvorsitzender, kannten etwa 40% meinen Namen nach diesen Umfragen. Und das war unter den Fraktionsvorsitzenden und so, war das der beste Wert, aber ich war schon ziemlich lange dabei. Und nach der ersten Kandidatur, wo dann mein Plakat überall hing und das mit Bild auch verbunden wurde, war das ganz schnell bei 80 und ich weiß nicht, jetzt wird es irgendwie bei 95% sein. Jetzt nimmt es wieder etwas ab natürlich, weil neue Leute kommen und ich ja nun nicht mehr aktiv bin. Also da darf man sich auch nichts vormachen. Die Menschen interessieren sich sozusagen für die politische Aufstellung in der Breite weniger als der Sportfan für die Frage, wer bei Schalke 04 aufläuft. Jetzt interessieren sich ja wahrscheinlich viele Wähler aktuell, ob sie, wenn sie CDU wählen, ob sie ganz sicher sein können, dass die CDU nicht mit der AfD paktiert. Ja. Ist das ein großes Problem jetzt? Also hättest du, wenn du jetzt nochmal antreten würdest, hättest du da ein großes Problem als CDU-Kandidat? Ich glaube schon, dass nach den Turbulenzen jetzt nach der thüringischen Landtagswahl, auch wegen einiger anderer Vorkommen, hauptsächlich in ostdeutschen Landesverbänden, diese Frage stärker gestellt wird. Und ich bin ganz sicher, dass unsere Wählerinnen und Wähler
sagen, 100% sicher sein wollen, dass wenn sie uns wählen, dass dann ihre Stimme nicht in irgendeiner Form den Einfluss der AfD erhöht. Und deshalb muss die CDU den Abgrenzungsgraben zur AfD breit, tief und sichtbar halten, damit daran kein Zweifel entstehen kann. Und wir haben natürlich auch eine Diskussion in der Partei, wie auch in den Medien und sonst, wie geht man eigentlich mit der AfD am besten um, auch bei denen, die sie kleiner haben wollen. Und ich bin der Meinung, man muss eine Doppelstrategie fahren. Man muss auf der einen Seite sie natürlich politisch bekämpfen, aber eben auch eine politische Ausgrenzungsstrategie fahren. Das heißt jetzt nicht, dass sie nicht im Parlament ihre geschäftsordnungsmäßigen Rechte haben soll, Redezeit und was weiß ich was, das ist klar. Aber ich würde sie eben nicht auf den Katholikentag einladen oder zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen, wo es jetzt einmal nicht zwingend vorgeschrieben ist. Und das Zweite ist, ein wesentliches Instrument, mit dem die AfD versucht, Anhänger zu gewinnen, ist die Verbreitung von Angst in unterschiedlicher Form. Und sie verbreitet diese Angst nicht, um sie dann irgendwie abzuschwächen, sondern im Gegenteil, sie lebt davon, dass die eigentlich immer stärker wird. Ja. Und die muss auch irgendwo herkommen. Ja, und ich meine, gibt es auch viele Ursachen, auch bei der CDU, die hat ja auch in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten Ausländer ausgegrenzt. Also Olaf Koch gibt es ja diesen berühmten Wahlkampf. Ja. Es gibt antimuslimische Tendenzen in der CDU. Komm ich gleich drauf. Ich wollte nur eben den Gedanken zu Ende sagen. Also wenn der eine Teil der Doppelstrategie ist Ausgrenzung, ein politisches Bekämpfen, und der andere ist, die Ängste und Sorgen der Menschen zu adressieren, aber nicht in der Absicht, sie noch weiter wachsen zu lassen, sondern sie möglichst geringer werden zu lassen, den Menschen die Sorgen zu nehmen, so gut das geht, durch die richtige Politik. Also das wäre die Doppelstrategie, was eben ganz falsch ist, und dann kommen wir zu dem, was du da gerade gefragt hast. Der Punkt ist ein bisschen, die AfD erfindet ja keine Ängste der Bevölkerung, sondern nimmt sie auf. Und ich würde sagen, die CDU hat viele Ängste erst quasi erschaffen. Also auf die AfD jetzt aufspielt. Also es sind wahrscheinlich bei jedem Menschen Ängste davor da, dass er Opfer einer Straftat werden könnte. Oder dass jetzt durch die Verbindung, die nun seit langem immer wieder gezogen wird zwischen Terroranschlägen, die von Muslimen begangen werden, können wir denn den jetzt über den Weg trauen, die diese Religion haben. Und dem, also vor allen Dingen bei dem Punkt bin ich sehr engagiert und versuche, für ein vernünftiges Islamverständnis zu werben, was natürlich nicht bedeutet, dass man diesen Missbrauch der muslimischen Religion für politische Zwecke nicht kritisiert. Das muss man kritisieren. Aber auch in der eigenen Partei, wenn bei dir gesagt wird, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ja, da halte ich dagegen. Klar. Also ich habe und ich habe deshalb auch, das ist auch einer der Bereiche, wo ich wahrscheinlich mit die meisten Diskussionen auch mit Mitgliedern meiner Partei auch habe, die das zum Teil eben etwas anders sehen, angesteckt sind durch die Sorgen. Aber wenn man sich anguckt, wo kommt es her? Ich poste gelegentlich auf Facebook so eine Grafik, da sind so 20 Cover von Fokus, Spiegel, Stern zu Islamthemen. Und wenn man die nebeneinander sieht, wird es einem ganz anders, weil das alles sozusagen dämonisierend dunkle Geschichten sind. Und ich weiß auch, dass, sagen wir jetzt bei Umfragen von 10 Eigenschaften, die man dem Islam dann zuschreiben kann, sind die ersten 8 dann negativ. Und es ist richtig, es gibt natürlich auch Probleme,
Stellung der Frau in der islamischen Religion gibt es im Christentum auch. Nur wir haben uns inzwischen da stärker von den früheren religiösen Vorstellungen emanzipiert, als das im Islam der Fall ist. Aber es werden eben auch viele Probleme heute religionisiert. Was meine ich damit? Also man hat früher Integrationsprobleme auf Bildung, Sprache und so weiter zurückgeführt. Man hat von dem Türken gesprochen und jetzt macht man den Türken zum Muslim. Und das ist, also erstmal muss man, glaube ich, bewusst machen, was da passiert und warum das gefährlich ist. In dem Moment, wo ich Dinge, die ich negativ konnotiere, einer Religion zuschreibe, mache ich sie quasi unveränderlich, weil die Menschen werden ihre Religion nicht aufgeben. Und deshalb muss man aufpassen, dass man eben, und da würde ich dann tatsächlich jetzt auch in der sonstigen politischen Analyse sagen, da ist ein Schuss Marxismus nicht schlecht, dass man sagt, also ich setze jetzt mal nicht beim Überbau an, sondern gucke mal nach den ökonomischen, sozialen und sonstigen Verhältnissen. Ne? Also diese Religionisierung sonstiger politischer Fragen ist eine ganz gefährliche Geschichte, weil sie eben ja letztlich auch in Gruppenzuschreibungen, also in der Zuschreibung von Eigenschaften zu Gruppen endet und damit eben auch leicht zu Stigmatisierung und wenn es um Minderheiten geht, dann eben zu den Ausgrenzungsmechanismen, die wir halt auch beobachten müssen. Es herrscht ja, ich weiß nicht, ob es nur ein Bürgerkrieg ist in der CDU, aber es gibt ja jetzt einzelne Lager. Und da gibt es ja die Werteunion, die ja der AfD jetzt gar nicht so fern steht, also ihnen, also da Sympathie hegt. Du bezeichnest die AfD selbst als faschistische Partei. Da könnte man ja sagen, die Werteunion scheint auch ein bisschen ein rechtsradikaler Flügel der Union zu sein. Da scheint ja jetzt angesichts von dem Beispiel Thüringen jetzt auf eine Zuspitzung hinauszulaufen. Wie kann dann die Nicht-Werteunion in der CDU den Kampf gewinnen? Also ich würde nicht so weit gehen in der Beschreibung der Werteunion wie du gerade, aber sie ist sicherlich in ihrer eigenen Einschätzung der AfD, läuft sie jetzt mal freundlich gesagt Illusionen hinterher, so nach dem Motto, eigentlich sei das ja eine jetzt zwar etwas verirrte, aber vielleicht doch mal eine Partei, mit der man irgendwie zusammenarbeiten könnte. Das halte ich für eine völlig falsche Analyse. Ich glaube, dass eigentlich von Anfang an auch schon bei der Lucke AfD erkennbar war und auch beabsichtigt war, wohin die Reise gehen würde. Man könnte das auch ganz gut belegen. Und aus dieser Einschätzung resultiert dann eine Haltung, also wenn wir da auch Wähler zurückgewinnen wollen, dann müssen wir auf die zugehen, sozusagen uns auch ein Stück weit Richtung AfD bewegen, damit wir die irgendwie wieder zurückholen können. Das ist, glaube ich, die ganz falsche Strategie. Ich hatte ja vorhin gesagt, was ich für richtig halte, eher den Graben vertiefen und deutlicher machen, wo die Unterschiede liegen. Und dann kommt sicher auch dazu, dass in Teilen auch thematische Überschneidungen da sind. Also nehmen wir das Thema Islam, nehmen wir das Thema Migration, die Frage Klimawandel. Gibt es auch welche, ja, wo sich das dann sozusagen sachlich überschneidet, dass man abstreitet oder nicht glaubt, dass da menschengemachter Einfluss dabei ist. Und der Kernpunkt dieser Werteunion ist ja die Behauptung, die CDU habe sich sozusagen von ihren Wurzeln entfernt und sich irgendwo dramatisch nach links oder so verschoben. Und ich würde einfach sagen, die CDU gibt ausgehend von ihren Werteüberzeugungen auf die neuen Fragen natürlich auch neue Antworten. Es gibt eine schöne Geschichte von Einstein, der sollte mal Klausur in Physik stellen und dann kommt ein Kollege und sagt, Herr Einstein, Sie haben die gleichen Fragen vor 2 Jahren gestellt. Ja, sagt er, aber heute sind andere Antworten richtig.
Und dieser Punkt, heute sind andere Antworten richtig, das ist etwas, was viele in der sogenannten Werteunion nicht verstehen und was dramatisch ist und wo das Problem jetzt auch liegt. Diese Tendenzen, die ja auch sehr rüde teilweise auch in der Kritik gegenüber Merkel und der Parteiführung jetzt über Monate und vielleicht schon Jahre geäußert werden, die haben sich jetzt organisiert wie eine Partei in der Partei mit Ortsvereinen, Landesverbänden, Bundesvorstand. Und das droht die CDU zu zerreißen. Warum? Die CDU hat drei politische Grundströmungen als Wurzeln. Eine soziale, eine liberale und eine konservative. Und das C gibt sozusagen den Interpretationsrahmen für diese drei Strömungen. Das ist sozusagen das geistige Grundgerüst. Und die Aufgabe besteht darin, diese drei Strömungen zu integrieren. Deshalb sind alle unsere Vereinigungen, Junge Union, Frauenunion, Seniorenunion, so organisiert, dass sie jeweils Mitglieder haben, die einer dieser Strömungen angehören. Also wir haben in der Jungen Union soziale, liberale, konservative, im Augenblick vielleicht etwas mehr die Konservativen. Wir haben das in der Frauenunion, wir haben das in der Seniorenunion. Und dadurch kann diese Integrationsleistung erbracht werden, weil das auf allen Ebenen so funktioniert. Wir sind auf allen Ebenen da quasi beieinander. Und was die Werteunion jetzt macht, ist, sie will organisieren diejenigen, die ihr Verständnis von konservativ teilen. Und organisiert damit sozusagen eine Partei in der Partei entlang dieser politischen Linien. Die AfD nah sein können. Also jedenfalls die, die sich sozusagen mehr nach rechts bewegt. Und das würde die CDU über kurz oder lang zerreißen, weil es natürlich dann auch dazu führen würde, dass sich jetzt einmal die liberaleren und sozialer Gesonnenen auch organisieren müssten. Und damit würde die CDU sozusagen das Zusammenführen dieser Strömung nicht mehr schaffen. Und diese Gefahr schätze ich sehr hoch ein, auch wenn man sich anschaut, wie die Republikanische Partei in den USA durch die Tea Party dramatisch verändert wurde. Und deshalb erwarte ich eigentlich von unserer Parteiführung Folgendes. Sie hat vor ein paar Monaten mal gesagt, dass die Gegenbewegung gegen die Werteunion, die für die im Großen und Ganzen sozusagen für die Merkel-Linie, Regierungslinie stand, die Union der Mitte, in der ich mich auch verbunden fühlte. Das war so ein, sagen wir, so eine Art Zusammenschluss im Netz, der dagegen gehalten hat. Und die Werteunion, da hat dann die Parteiführung gesagt, die sollten sich besser beide auflösen, weil es würde irgendwie der CDU nicht gut tun. Die Union der Mitte hat es gemacht, die Werteunion aber nicht. Die kümmert sich über sozusagen diese Aufforderung der gewählten Parteispitze überhaupt nicht. Ich sage, das juckt uns nicht. Und ich finde, es ist jetzt höchste Zeit, dass die Bundespartei diese Aufforderung jetzt auch durchsetzt. Und die Dinge jetzt in Thüringen zeigen, wie wichtig das ist. Das, was in Thüringen passiert ist, haben Merkel, Kramp-Karrenbauer, Laschet, nennen sie alle führenden Leute, als schlechten Tag für Deutschland, als schlechten Tag für Europa bezeichnet. Weil eben ein Ministerpräsident ins Amt gekommen ist, nur weil er auch von der faschistischen AfD mitgewählt wurde. Das ist aber genau das Ergebnis, auf das die Werteunion seit Monaten im Netz argumentativ versucht hat hinzuarbeiten. Maßen andere haben immer gesagt, also es muss einer von der CDU antreten und wenn er dann von der AfD mitgewählt wird, ist es halb so schlimm. Hauptsache, wir werden den Ramelow los. Und also genau dieses Szenario, was jetzt stattgefunden hat, was ein Desaster ist, war das Wunschziel der Werteunion. Und sie hat das auch in Presseerklärung, als es dann gestern passiert war, sehr begrüßt. Wir nehmen einen Donnerstag auf für andere Hörer. Also als es jetzt passiert war, sehr begrüßt. Und spätestens da muss jetzt eigentlich klar sein, dass sich die CDU diese Form jedenfalls so nicht länger
kann die CDU nicht länger so hinnehmen. Das heißt jetzt natürlich nicht, jetzt käme gleich der Einwand, ihr wollt keine Kritik und so, ist Quatsch. Natürlich lebt eine Partei von Kritik, von lebendiger Organisation, von lebendiger Diskussion. Aber es ist ein großer Unterschied. Ich habe vorhin versucht, es zu erklären, ob das jetzt in einer sozusagen Organisationsform Partei in der Partei erfolgt oder eben in Diskussionen unter uns gemischt in den Strukturen, die die Partei vorgibt und die eben diese Diskussion in Ortsvereinen, Kreisverbänden, Vereinigungen mehr als ermöglichen. Das Spannende ist ja, dass sich an diesen Diskussionen die Werteunion praktisch gar nicht beteiligt. Ja. Ruprecht, ich würde gerne noch über die Zukunft des Konservatismus mit dir reden und auch vielleicht über deine Rolle in Sachen Völkermord in Namibia. Mhm. Müssen wir vertagen. Mhm. Hoffentlich können wir das demnächst einfach nochmal ein anderes Mal machen. Falls du jetzt nicht abgeschreckt bist, aber eine Frage noch. Muss sich die CDU auch vielleicht von dieser Hufeisentheorie verabschieden, dass die Linken genauso schlimm sind wie die AfD? Ja. Und selbst wenn man euch glaubt, dass ihr das so sieht, ist das selbst das mittlerweile unglaubwürdig, weil im Zweifel ist dann doch die AfD euch näher anhand anhand von Thüringen. Also man, aber die CDU hat sich ja bewusst ausgesprochen, dagegen ausgesprochen, Ramelow zu wählen. Ja. Also, im Zweifel muss doch, du hast ja selbst gestern in der Phoenix-Runde gesagt, Demokraten stehen zusammen. Ja. Und die Linken sind doch Demokraten. Ja, muss da nicht im Zweifel für die CDU die Linke dann doch näher sein als die AfD? Also, es ist sicherlich erklärungsbedürftig, warum die CDU auch mit der Linkspartei nicht zusammenarbeiten und koalieren will. Das sind andere Gründe, als warum das mit der faschistischen AfD nicht geht. Darüber haben wir geredet, deshalb will ich jetzt ein paar Sätze zur Linkspartei sagen. Die Linkspartei ist die umbenannte SED. Das ist eine neue Partei, Ruprecht. Nein, es ist sie nicht. Die PDS war die Nachfolgerpartei, die Linkspartei ist eine neue. Die PDS war die erste Umbenennung und das ganze Parteivermögen, alle Mitglieder sind sozusagen auf die Linke übergegangen. Und für mich ist jetzt der entscheidende Punkt der, wie hält es diese Partei mit der Herrschaft der SED, also sozusagen ihrer eigenen Herrschaft in der DDR-Zeit? Und was ich vermisse ist, ich habe schon gesehen, da gibt es Entschuldigungserklärungen, da gibt es Kommissionen, alles Mögliche. Aber was ich erwarten würde ist, dass man sich als Linkspartei ernsthaft um eine Aussöhnung mit den Opfern der SED-Herrschaft bemüht. Das sehe ich nicht. Da sehe ich keinerlei Ansätze. Das ist doch immer noch ein großer Unterschied zu der faschistischen AfD. Ja, ich sage ja nicht, dass ich das gleichsetze. Ich nenne jetzt gerade einen entscheidenden Grund, warum die CDU und in diesem Falle ich auch glauben und der Überzeugung sind, wir können mit der Linken nicht so wie mit anderen politischen Parteien über die Fragen reden, was verbindet uns und wo unterscheiden wir uns. Und wir würden uns natürlich auch in ganz vielen inhaltlichen Fragen massiv von der Linkspartei unterscheiden. Aber zu dieser Diskussion können wir eigentlich, und das ist jetzt etwas, was vielleicht viele heute nicht mehr so verstehen, deshalb nicht kommen, weil wir uns eben auch den Opfern der DDR-Zeit und der SED-Herrschaft verpflichtet fühlen. Die Linken jetzt sagen würden, Ruprecht, distanziert dich von Kiesinger, das war ein Ex-Nazi, das war euer Kanzler, der Erhard hatte auch mit den Nazis zu tun. Ja, also das könnte ja dann immer hin und her gehen. Das hilft doch jetzt nicht mal. Die CDU ist als Partei gegen oder aus den schrecklichen Erfahrungen der Nazi-Zeit gegründet worden, um genau das zu verhindern, dass sowas jemals wieder passiert. Und wenn du in die Kiesinger war Nazi. Ja, er war einer, aber er hat sozusagen einen Weg nach 1945 genommen, der in Richtung Demokratie gegangen ist. Und er hat sich geändert. So. Das würde die Linke von sich heute aus. Ja, aber es geht ja jetzt auch nicht um Einzelpersonen, sondern es geht sozusagen um die Frage, ob man mit einer Partei zusammenarbeiten kann. Und wenn die Linke jetzt noch einige Leute dabei hätte, die, und hat sie ja wahrscheinlich, die SED-Funktionäre waren
Aber sich ansonsten als Partei, wie ich das gesagt habe, um eine Aussöhnung mit den Opfern der SED-Herrschaft bemühen würde, dann würde ich auch sagen, ja gut, dass die da jetzt noch drin sind, das nehme ich dann in Kauf, weil ich ja sehe, die Partei insgesamt hat verstanden, was in der DDR unter ihrer Herrschaft abgegangen ist. Ja. Und die Diskussion um die Frage, war die DDR ein Unrechtsstaat, was ist da eigentlich passiert, und die Schwierigkeit der Linkspartei mit diesen Themen zu diskutieren, zeigt eben, dass sie da noch nicht so weit ist. Wie gesagt, ich weiß, dass das andere nicht teilen, also SPD, Grüne sehen das anders, aber ich erkläre jetzt mal hier, warum die CDU das so sieht. Aber warum stellen Sie denn trotzdem die Linke und die AfD auf eine Stufe? Nein, das tut man ja nicht. Es gibt, also ich will weder im Sumpf noch in der Wüste wohnen. Deshalb stelle ich Sumpf und Wüste nicht gleich. Ja, das war ja mein Punkt. Also im Zweifel ist eher die AfD dann weniger schlimm als die Linke. Das haben wir Thüringen gerade erlebt. Aber sozusagen sich vor die Frage stellen zu lassen, Geld oder Leben, ist keine kluge Politik. Wir wollen eigentlich solche Situationen vermeiden. Und würdest du mir zustimmen, dass die Linke im Zweifel und in der Not der bessere Partner ist als die AfD? Also ich, in der Not. Wir haben, ich würde mal so sagen, heutzutage ist der Rechtsradikalismus die bei weitem größere Gefahr. So. Und das würde ich natürlich bei einer solchen Entscheidung mit einbeziehen. Und ich fand auch jetzt für Thüringen, um das mal konkret zu machen, dieses Modell, was sich ja erstmal abgezeichnet hatte, es gibt eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung und die CDU ist bereit, sozusagen mit dieser Regierung insoweit zu sprechen, dass sie mit eigenen Vorschlägen ihre Ziele, Projekte vorschlägt und als Gegenleistung, wenn sie da was durchsetzen kann, dann eben an der einen oder anderen Frage, die sie mittragen kann, das dann auch mitträgt. Das hätte ich eine vernünftige Lösung gefunden, während ich eben diese Form der Zusammenarbeit in einer Konstellation, die wir hoffentlich nie bekommen werden, dass die AfD in einer solchen dominanten Position wäre, wie das die Linkspartei in Thüringen ist, würde ich das nicht so machen. Aber zu deinem Satz, Demokraten stehen zusammen, fallen darunter heute die Linken? Einzelne Verrückte in jeder Partei, aber die linke Partei mit der Führungsstruktur, die du kennst, mit Ramelow, mit Kipping und Co., sind das Demokraten? Also ich würde Ihnen heute nicht mehr pauschal absprechen, demokratisch zu sein. Ich glaube auch, dass Ihre Vorstellung von dem richtigen Gesellschaftssystem auf der Basis des Grundgesetzes diskutiert werden können. Ich halte es zwar für völlig verkehrt, aber wenn man das Grundgesetz als Maßstab nimmt, und das muss man, danach muss man die Frage bewerten. Jetzt müssen wir die Punkte im Einzelnen durchgehen. Passt zusammen. Tja. Sind es Demokraten? Du möchtest jetzt gerne Ja oder Nein hören, ne? Ich hatte dich so verstanden, ja. Demokraten stehen gegen die AfD zusammen, ja, gut, also muss auch die Linken für dich dazugehören. Also ich würde mich sozusagen von keiner Demonstration gegen die AfD entfernen, wenn SPD, Grüne und FDP und andere da mit dabei sind, nur weil die Linken dabei sind. Also da würde ich jetzt nicht sagen, da machen wir nicht mit. Ich kenne aus der Bundestagszeit Diskussionen, wo die CDU gesagt hat, also wir können gemeinsame Anträge nicht mit der Linkspartei stellen. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, wo das dann trotzdem mal gemacht worden ist. Das ist so. Robrecht, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war schon wieder länger, als wir geplant hatten. Und gleichzeitig habe ich nur die Hälfte geschafft. Wenn du Lust hast, wenn es dir Spaß gemacht hat, lass uns das nochmal machen. Spaß gemacht. Also alles Gute. Und ich habe gehört, nee, du gehst nicht nach Serbien, dein Team geht irgendwie nach Serbien. Der Paul. Ja, der geht nach Serbien. Also dann und bis die Tage, sagt man in Westfalen. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.
Thank you.